Ja, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zum RSB-Tutorium. Heute mit Aufgabenblatt 9. Wer sich das Aufgabenblatt schon etwas genauer angeschaut hat, hat wahrscheinlich gesehen, dass es einige Sachen gibt, die schon relativ ähnlich sind, beziehungsweise genau gleich sind wie das, was auf dem letzten oder vorigen Aufgabenblatt gemacht worden sind. Insofern werde ich natürlich heute vor allem auf die Unterschiede eingehen und das, was neu ist für uns. Was in Aufgabe 1 auftaucht, ist, naja, das erste kennt ihr eigentlich, ne? Das hatten wir schon, ein Schaltdiagramm, das nehmen und entsprechend dann so ein Impulsdiagramm malen. Das war das mit den Linien darunter, wo es dann aber auch undefinierte Zustände geben kann. Und dann kommt aber so eine Frage dann zum Thema Hazards. Könnt ihr euch erinnern oder wisst ihr aus der Vorlesung, was es für Hazard-Typen gibt? Genau, es gibt statische und dynamische Typen. Also statische und dynamische Hazards. Und gleichzeitig gibt es davon auch ja sowohl 0 als auch 1 Hazards. Und ich würde sagen, wir gucken uns als erstes einmal einen Hazard an, der so aussehen könnte. Also wir haben hier quasi unser Signal, was von zwischen 0 und 1 ist. Und wenn wir das jetzt haben, dann, ja, und das ist der Ausgang aus einer Schaltung. Dann können wir das hier als Hazard identifizieren. Wie gesagt, es geht um den Ausgang oder das Ausgangssignal einer Schaltung. Wäre das jetzt statisch oder dynamisch? Jetzt so ein bisschen die 50-50-Chance. Statisch oder dynamisch, was meint ihr? Das Signal geht von 0 auf 1 und wieder auf 0 zurück. Nee, nicht ganz. Ihr seid beim Statischen. Die Idee des Ganzen dahinter ist, oder der Gedanke ist, eigentlich würde diese Schaltung, wenn sie einmal schaltet, also einmal das Ausgangssignal ändert, sie startet mit einem Wert 0 im Ausgang und nach dem Umschalten der Schaltung des Eingangssignals ist auch das trotzdem immer noch der Wert 0. Das heißt, eigentlich müsste durchgehend der Wert 0 sein. Zwischendurch weicht er aber kurz ab auf den Wert 1, bevor eben der korrekte Wert 0 dann wieder ausgegeben wird. Und dieses einmal kurz abweichen bei gleichbleibendem Wert, das wird als statischer Hazard benannt. Und weil es an sich ein den Wert 0, also der eigentliche Wert, der gewünschte Wert und der Ziel- und Ausgangswert 0 ist, ist das hier auch der statische Null-Hazard. Gucken uns den dynamischen gleich mal im Vergleich an. Richtig, du greifst im Prinzip schon vorweg. Genau, wenn wir einen Ausgang haben, der sich ändert, dann können wir den dynamischen vorliegen haben. Aber es muss noch eine Kleinigkeit dazugeben, das gucken wir uns gleich an. Ich wollte einmal noch das Gegenteil, also den statischen 1-Hazard hier einmal kurz hinmalen.
Könnt ihr euch wahrscheinlich dann jetzt schon denken, da würde der Ausgang 1 sein. Soll eigentlich auch beim einfachen Umschalten der Schaltung bei 1 bleiben, aber durch diesen Hazard wechselt er kurz auf 0, bevor der Ausgang dann 1 ist. Also in dem Fall wäre das dann der statische 1-Hazard. Schreibe das jetzt mal nicht alles hin. So, und der dynamische wäre, wir würden mit Eingangssignal 0 starten am Ausgang. Also Eingangssignal, Ausgang. Also Ausgangssignal 0 starten. Es würde umschalten auf 1, dann aber nochmal wieder zurückfallen auf 0, bevor es dann wirklich umschaltet auf 1. Ja, also das hier eben der Unterschied hier. Es geht, wenn die Schaltung einmal, wenn das Eingangssignal der Schaltung, also der Gesamtschaltung einmal schaltet, also eine Hausaufgabe quasi, wenn es eine Umschaltung bei A und B gibt, dann müsste oder dann wäre es so, dass wenn es 100% perfekt wäre, die Schaltung am Ausgangssignal einmal von 0 auf 1 wechseln würde und dabei bleiben würde. Weil es aber zwischendurch einmal kurz auf 0 zurückgeht, bevor es dann vernünftig das Signal ausgibt am Ausgang. Deswegen ist das jetzt ein dynamischer Hazard. Und ich will euch jetzt gar nicht mal trätieren mit der Frage, ist das jetzt 0 oder 1 Hazard? Ich hatte es am Anfang einmal auch schon kurz gesagt. Es geht darum, was ist das Ziel, das Zielausgangssignal? Das heißt, hier wäre es am Ende dann ein 1 Hazard. Also ein dynamischer 1 Hazard, den wir haben, weil wir umschalten, deswegen dynamisch. 1 als Ausgabe am Ende eigentlich vernünftig rauskommen soll. Deswegen 1 und eben Hazard, weil das Signal einfach nicht nur umschaltet, sondern zwischendurch kurz zurückschaltet. Und ihr könnt euch vorstellen, wie dann das Gegenteil aussieht. Der Vollständigkeit halber male ich es einmal hin. Es geht von 1 auf 0 runter, nochmal wieder zurück nach 1 und dann auf 0. Und das wäre der dynamische Null-Hazard. Achtet ein bisschen drauf, kleiner Hinweis nur am Rande, falls ihr euch irgendwie mal alte Aufgabenblätter oder Aufgaben aus Gedächtnisprotokollen von alten Klausuren holt. Vor ein paar Jahren ist die Definition der Hazards geändert worden. Das nur am Rande. Ich glaube, die letzten 2 Jahre war stabil. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das war, müsste ich nachgucken. Nur falls ihr euch wirklich, wie gesagt, ältere Gedächtnisprotokolle von Klausuren mal holt oder ältere Übungsaufgaben anguckt, da lag zwischendurch eine andere Definition der Hazards vor. Genau, das ist das, was ihr also braucht. Ihr werdet sehen, dass es bei manchen der Ausgängen in Aufgabe 9.1 Hazards geben wird, bei manchen nicht. Und die solltet ihr damit identifizieren können. Ja, etwas mehr neu für uns dürfte das sein, was wir in 9.2 vorfinden. Auch hier starten wir zwar mit einem Impulsdiagramm, aber es ist jetzt eher die spannende Frage, ja, was passiert eigentlich? Ja, bitte, welche Frage? Richtig, es ist diese Störbewegung. Deswegen versuche ich das halt eben zu sagen. Ihr seht in der Hausaufgabe, seht ihr ja bei den Eingängen, dass bei der ersten Aufgabe A die Eingänge einmal umschalten. Und dann kann es ja sein, also dann kann es halt sein, dass der Ausgang darauf reagiert oder nicht. So würde man es halt sagen. Und wenn der Ausgang nicht darauf reagiert, also das Signal so bleibt und ich habe keine Ahnung, welches es ist. Angenommen, das Ausgangssignal wäre 1 und es soll nicht drauf reagieren, dann muss es halt eigentlich 1 bleiben. Das wäre dann sauber. Wenn es aber zwischendurch von 1 zu 0 runtergehen würde und wieder zurückwechseln würde, dann wäre es das hier, dann wäre es nicht sauber, sondern eben dieses, ja, wie du es eben gesagt hast, Störsignal. Genau, und genauso kann es halt sein, wenn es reagieren würde. Beispielsweise, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was es war. Voilà. Wenn es reagieren würde, dann
würde es nicht. Nee, das wäre ein zu weit. Wenn es reagieren würde, wäre sauberes Umschalten beispielsweise von 0 auf 1. Auch hier, ich weiß jetzt gerade nicht, welches Inhaltsaufgabe Virums ist, aber wenn es eben nicht sauber umschaltet, dann schaltet es eben mit dem Störsignal dazwischen. Woher weiß man, ob es reagieren soll oder nicht? Das sieht man halt dadurch, dass man die Schaltung einmal analysiert. Das ist ja das, was ihr dann quasi machen sollt, dass ihr von vorne nach hinten oder von oben nach unten die Schaltung einmal mit dem Impulsdiagramm durchguckt. Es lässt sich jetzt nicht einfach ad hoc sagen, ob es reagiert oder nicht. Das hängt ja schließlich genau von der Schaltung ab. Wie gesagt, wenn es sauber wäre und nein, die Theorie ist nicht, die Praxis ist nicht immer so gut wie die Theorie. Ganz sauber wäre halt eben sowas wie hier mit entweder gerade bleibend oder einmal umschaltend. Aber eben diese Hazards können auch vorkommen. Ja, es geht in der Regel tatsächlich um kurze Störbewegungen. Also in dem Zusammenhang mit der Schaltung würde es würde wahrscheinlich hier noch mit als Hazard zu zählen sein. Ich sage jetzt mal vorsichtig, dass für diese Fälle eigentlich immer eine Reaktion relativ schnell ist in den Schaltungen und es deswegen eher naja, den kurzen Abschnitt des Wechsels gibt. Aber ich kann es auch natürlich nicht hundertprozentig garantieren. Das Relevante ist wirklich, was soll die Schaltung eigentlich am Ausgang machen, wenn es eine Umschaltung des Eingangssignales gibt? Das ist allerdings auch relativ eindeutig für euch zu erkennen. Also wenn, dann ist das, dann reden wir hier wirklich über so kleine Umbrüche. Gut, genau, ich wollte mit euch weitergehen zu Aufgabe 2. Ich würde dir an dieser Stelle, sei mir nicht böse, sonst nahelegen, nochmal zu gucken, was wir letztes Mal gemacht haben. Wir haben uns nämlich auch eine Schaltung genommen und sind da Stück für Stück durchgegangen. Also genau, ach ja Gott, jetzt habe ich sie hier nicht. Doch, ich habe sie da noch vorliegen. Das war ja die Schaltung, die wir letztes Mal genommen hatten. Oder zumindest eine ähnliche Schaltung. Da bin ich mir sicher hundertprozentig. Das ist noch eine alte, die ich hier liegen habe. Und du kannst ja anhand der Beschreibung sehen, dass du eben ein Element nach dem anderen durchgehst. Und würdest dann immer schauen, wie da jeweils das Signal durchgeht. Einfach aus Zeitgründen bitte, wenn da noch Unklarheiten sind, guck da lieber dir nochmal in Ruhe das an, was wir letztes Mal gemacht haben. Nee, ihr stellt keine, also uiuiui, ihr sollt keine Hazards erzeugen selber, sondern ihr geht wirklich durch die Schaltung aus der Aufgabe und ihr werdet halt sehen, dass am Ende, das muss ich doch hier einmal zurück machen, dass hier am Ende bei Y kommt halt entweder, ich weiß nicht, entweder sowas raus oder es kommt halt irgendwie sowas raus, vielleicht ein bisschen hübscher als bei mir, oder es kommt sowas raus, oder vielleicht auch sowas raus. Ja, also das werdet ihr einfach hier dann in X und Y sehen, wie die Schaltung sich an der Stelle verhält. Und dadurch, dass sie einmal umschaltet, könnt ihr halt sehen, ob das Ausgangssignal dann einmal sauber umschaltet, so wie in dem Beispiel, oder ob es sauber gleich bleibt, oder ob es hier zwischendurch zu einem Hazard kommt. Hast jetzt nicht gesagt, dass ihr die erzeugen sollt, meine ich.
Gut, genau, achtet, also was vielleicht man noch sagen kann, ist, achtet darauf, dass ihr insgesamt, also dass es nochmal auch die Frage gibt, was ist, wenn vorher Werte anlagen? Also einmal, dass ihr ja von undefinierten Vorwerten ausgeht, bei A und B, oder halt einmal von definierten Werten vor dem Zeitpunkt T0. Also einmal, ja, einmal werdet ihr ein bisschen mehr mit undefiniert starten quasi. So, jetzt genau, D-Latch und D-Flip-Flop sind zwei, ja, sind zwei Elemente, die so in der Schaltung vorkommen können. Und da gibt es jeweils halt unterschiedliche Varianten von. Erstmal nur grundsätzlich, das C hier steht quasi für Clock oder Taktsignal. Davon wird das D-Latch oder das D-Flip-Flop in den unterschiedlichen Varianten gesteuert. Das gucken wir uns gleich an, wie das einzeln jeweils zu sehen ist. Und D ist quasi Data, also ist der Dateneingang. Und ich sehe gerade wieder voller Begeisterung, wie mir hier meine Zwischenstriche geklaut werden. Also ihr könnt euch fast ahnen, dass hier jeweils immer noch mal einer dazwischen ist. Ich glaube, das kann man immer noch gut genug erkennen. Genau, also Clock, Taktsignal wechselt in dem Fall hier relativ regelmäßig oder unregelmäßig. Es ist nicht ganz unregelmäßig, ganz regelmäßig hier, kann auch ein unregelmäßiges sein. Und Data hat halt den Wert auch hier 0 oder 1. Und das Erste, was wir uns angucken, ist das pegelgesteuerte D-Latch bei aktivem C mit, nein, bei High aktiv. Dann mache ich das mal auf der Ebene hier. Hat sich jemand zufällig schon angeguckt, wie das D-Latch funktioniert? Okay, dann, wenn nicht, ist auch gut. Dafür machen wir das ja heute hier. Also, das D-Latch, das guckt quasi, wie sieht der Wert auf dem Dateneingang aus, aber eben nur dann, also als High aktiv, nur dann, wenn die Clock, was unser Steuersignal damit ja auch ist, nur wenn die Clock auf High ist, also auf 1. Ja, also immer wenn die Clock auf 1 ist oder auf High, dann wird geguckt, wie sieht der Dateneingang bei D aus und entsprechend mit der üblichen Verzögerung von einem Kästchen übertragen auf den Ausgang des D-Latches, den wir hier jetzt schreiben würden. Mit der Clock meine ich hier C. Ne? C ist unsere Clock, unser Taktsignal. Steuersignal, eigentlich kann man hier vielleicht in dem Fall auch sagen, aber C oder Clock ist das Taktsignal. Die Werte sind ja quasi ineinander, die Begriffe sind da äquivalent. So, der Einfachheit halber starten wir mal auch hier mit 0, damit wir wissen, womit wir starten. Und genau, der Wert, den wir uns jetzt also angucken würden. Gut, im ersten Kästchen hätten wir jetzt noch keine Info. Beziehungsweise wir können gucken, dass wir hier vorher mit 0 gestartet sind. 0 würde keine Auswirkung haben, weil es ja darum geht, dass D-Latch überträgt nur Sachen, wenn wir
oder potenziell überträgt es dann nur den Wert von D, wenn wir auf High sind. So, jetzt haben wir hier den ersten echten Takt. Also das hier wäre quasi irgendwie 0, 1 und so weiter. Und was sehen wir hier? Wir sehen, C ist auf 1. Das heißt, wir würden hier gucken, was ist am Dateneingang D. D hat den Wert 1. Und mit eben diesem einem Takt Verzögerung würden wir das übertragen und würden dann hier auf 1 gehen an der Stelle. Könnt ihr sehen, wann sich das wieder ändern würde? Nein, nicht ganz. Nee, nicht von, wenn die Clock auf 0 geht. Wenn die Clock auf 0 geht, dann würden wir gar nicht mehr gucken, wie der Dateneingang überhaupt aussieht, sondern wenn die Clock auf 0 geht, dann ist es so, dass beim D-Latch High aktiv sich das Ausgangssignal nicht mehr ändern würde, sondern so bleiben würde, wie es gerade ist, bis die Clock wieder auf 1 geht. So. Okay, genau, hier wo D 0 ist oder eben da, wo es eben wir vom dritten auf den vierten gehen, da wo D 0 ist, ist es so, dass, genau, wir haben hier im zweiten, haben wir C ist 1, D ist 1, das heißt, das bleibt, das wird übertragen. Und im dritten haben wir C ist 1, aber D ist 0. Das heißt, an der Stelle mit einem Takt Verzögerung gehen auch wir auf den Wert 0. Schreibe ich da mal gerade mal die Takte drüber, 3, 4. Das wäre 5, 6, 7, 8, 9 und das wäre dann 10. So, ja, die Frage im Chat ist gut, die gucken wir uns gleich einmal an. Lass uns einmal durchgehen. Weil ja, kann natürlich passieren. Gucken wir uns am Ende nochmal an. So, wir sind auf 0 gegangen. Wann kann sich jetzt frühestens etwas an meinem Ausgangssignal ändern? Also wann kann ich frühestens eine Änderung am Ausgangssignal haben? Genau, wenn C gleich 1 ist, kann ich als e also das ist der nächste Punkt, wo ich überhaupt eigentlich erst gucken muss, was ist mit meinem D. Solange C 0 ist, wird sich mein Ausgangssignal nicht ändern. Und das heißt, dann würde ich hier einfach gemütlich weitermalen können. Bleibe auf 0. Dann sehe ich hier, oh, C wechselt auf 1. Ein Takt Verzögerung habe ich sowieso. Und dann gucke ich hier. C ist auf 1. D ist auf 0. Was mache ich jetzt? Richtig. Wir übertragen das D. Das D ist jetzt halt auf 0. Wir sind auf 0. Das macht nichts. Wir bleiben auf 0. Und dann haben wir hier den nächsten Abschnitt. Wir sind C ist auf 1. D ist auf 1, wird übertragen natürlich dann weiterhin D und dadurch wissen wir, dass wir jetzt auf 1 wieder wechseln müssen. Und wie sieht es jetzt weiter aus? Ändert sich das nochmal? Richtig, das ändert sich nicht. Wir haben hier einmal noch C ist 1, D ist 1, das bleibt gleich. Dann ist unser C erstmal wieder 0. Das heißt, wir bleiben sowieso da, wo wir gerade sind. Und in dem Moment, naja gut, hier in unserem 12. Takt, da geht C dann nochmal auf 1. Das ist aber für uns noch irrelevant, wenn wir hier irgendwie nur 12 Takte zum Ausfüllen haben, weil dann unser D ja auch aufhört. Würden wir noch einen Takt weitergehen, dann klar,
Also, ne, wenn es hier weitergehen würde, dann würden wir hier mit einem Takt Verzögerung wieder umschalten. Gut, das ist also das D-Latch. Und da war jetzt die Frage zwischendurch, ob es passieren kann, dass so ein Latch-Zustand undefiniert ist. Naja, was könnt ihr, also erstmal grundsätzlich ja kann. Und was könnt ihr euch denn vorstellen, wie es aussehen müsste, damit es undefiniert ist? Ja, okay, genau. Also klar, wenn der Dateneingang undefiniert ist, dann kann das D-Latch auch undefiniert sein. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Und das hat was damit zu tun, dass wir zwar immer so wunderbar schön sagen, oh, hier schaltet um 0, 1 und umgekehrt. Die Realität ist nicht immer ganz so nett. Was machen wir denn, wenn wir... Muss ich mal gerade mal gucken. Jetzt malen wir mal irgendwo hier unten hin. Also, das wäre unser C. Und wir haben hier so einen. Wir haben so ein D dazu. Wenn wir uns das mal genau angucken, dann sehen wir, dass hier unsere Clock auf 1 geht, gleichzeitig sich aber auch das D ändert. Und jetzt wissen wir natürlich nicht, wenn der sich jetzt ändert, rein prinzipiell klar, okay, wir können sehen, wo es als nächstes weitergeht und so. Aber wir sehen halt, also wir müssten quasi danach irgendwie gucken, ja, wann ändert sich das? Wann werten wir was aus? Und es gibt hier den kleinen Moment, wo es uns passieren kann, dass wir nicht wissen, was wir für einen Wert haben. Und zwar wäre es in dem Fall hier, jetzt muss ich das mal weiter oben malen, wäre das hier dieser Übergangswert. Warum nur diese eine Stelle? Naja, wir schalten hier auf 1. Das heißt, wir wissen zum Zeitpunkt des Umschaltens nicht. Was ist dann jetzt unser Ausgangswert? Weil wir vielleicht irgendwo, das eine ist Sekundenbruchteile oder noch anders, noch kleineren Bestandteil, schneller oder langsamer. Und wenn wir dann aber weitergehen, dann wären wir hier immer noch auf dem Wert 1, würden uns also immer noch weiter angucken, wie der Ausgang ist. Ausgang wäre in dem Fall 0, sodass wir danach wüssten wir, wie es weitergeht. Also eigentlich habe ich auch gerade die falsche Farbe dafür genommen. Ne, ihr erinnert euch noch, dass wir dieses undefiniert hatten als so ein Türkis. Und so könnte man das dann auch darstellen, dass wir... Ach, Moment, ich bin ein zu früh. Natürlich ist das erst ein Takt verspätet. Also hier. Für alles gilt ja die Verzögerung. So, das heißt, hier würden wir sehen, ne, 1 und 0, dann schaltet das Ganze um. Wir sind immer noch auf 1, schaltet um auf 1. Es würde mit einem Takt Verzögerung auf 1 hochgehen. Und dann haben wir hier quasi nochmal genau das gleiche Problem. Es schaltet um, beides gleichzeitig. Und wenn jetzt beides gleichzeitig umschaltet, würden wir wieder einen undefinierten Zustand haben? Welches Problem haben wir jetzt, wenn es weitergeht? Na, hier konnten wir ja irgendwie so ganz hübsch was sagen, wie es weitergeht. Das.
Da hat's das Internet weggehauen. Da müssen wir jetzt einmal ein paar Minuten kurz warten. Ich hörte es. So, ja, sorry, das war irgendwie das Internet. Super klasse. Im Stream wird jetzt einmal Echo-Test sein. Von mir egal. Ich bin wieder da. Ihr seid auch noch da. Und ja, ihr seht mich noch nicht, weil mein zweiter Rechner noch nicht online ist. Aber solange ihr mich hört, ist erstmal das Allerwichtigste. Und mein zweiter Rechner ist war super, alles eingefroren, Browser-Neustart. Das macht ja auch Freude. Du bist hier beim letzten Punkt hier, ne? Genau, das war das, was ich hier angedeutet hatte. An sich endet hier unsere Eingabe.
Also das ist hier so eigentlich Ende, Ende, Ende. Wenn wir weitergehen würden, das hatte ich hier unten deswegen angedeutet, dann ist es richtig, mit einem Verzögerung würde unser D-Ledge auf 0 gehen. Auf 12 noch nicht, weil das auch mit einem Verzögerung wieder ist. Ne, immer an die Verzögerung denken. Einen Schritt Verzögerung. Wir haben ja auch hier, wo unser C auf 1 gegangen ist und D 1 war, ist das nicht sofort in dem gleichen Schritt, Schritt 1, sondern erst im Schritt 2 gewesen. Das ist das mit dieser Verzögerung. Jo. Nein, wenn C 0 ist, dann bleibt D-Ledge so, wie D-Ledge in dem Moment vorher war. Dann kann es sich nicht ändern. Genau, dann bleibt es einfach. Wo, du bist jetzt bei diesem Sonderbeispiel hier. Okay. Okay, genau, da war ich ja stehen geblieben, bevor es mir irgendwie das Internet weggehauen hatte. Der zweite Rechner will gerade auch noch nicht, also müsst ihr sonst ein bisschen ohne Bild gerade noch mal kurz auskommen. Also, es ist so, dass wir hier, wenn wir uns das angucken, haben wir hier wieder eine Situation, wo es sich gleichzeitig ändert. Wo also wir von bei der Clock, also das war ja hier für die Clock und das andere war für Data, bei der Clock von 1 auf 0 gehen und bei Data auch von 1 auf 0 gehen. So, und jetzt kann ich aber, wenn ich jetzt hier quasi, ich mal hier mal quasi so, wenn ich hier mit der großen Lupe rangehe, dann kann es ja auch sein, dass ich hier von 1 auf 0 gehe. Nee, das ist genau falsch rum. Ich wollte es genau andersrum machen. Dass ich von 1 auf 0 gehe bei der Clock und dass dieses Wechseln von 1 auf 0 beim Data Bruchteile vorher passiert. Ja, und dann hätten wir genau hier diesen, das ist hier gerade so ein, zwei Zeichenstriche breit, wo die Clock noch aktiv ist und dadurch das D-Ledge noch auf D guckt und D allerdings schon auf 0 ist. Und dann hätten wir ja den Fall, C wäre 1 und D wäre 0, aber halt eben wirklich nur für den Bruchteil von einem Takt. Weswegen wir hier kurzzeitig, also oder weswegen überhaupt erstmal hier der Ausgang auf ein undefiniert geht. Ja, so kann man das hier sehen. So, jetzt ist die Frage, warum das hier berücksichtigt wird und oben nicht. Haben wir oben den Fall irgendwo? Genau, also hier in dem konkreten Fall tatsächlich dadurch, wie ich jetzt C und D gewählt habe, haben wir diesen konkreten Fall nicht. Aber es kann euch vielleicht in der Hausaufgabe passieren, an der einen oder anderen Stelle, dass wir zu solcherartigen Situationen kommen. Und deswegen wollte ich darauf halt extra eingehen. In der Regel, wenn es halt saubere Übergänge sind. Wobei halt, das ist nicht ganz richtig. Wenn wir sehr genau arbeiten, dann haben wir tatsächlich oben den Fall, sehe ich gerade. Ja, wir sind ja von High Active gegangen. Das würde nämlich bedeuten, das war natürlich das Falsche gerade. Jetzt muss ich mal meinen Werkzeugkasten wieder suchen.
Wenn wir uns das hier angucken, haben wir hier natürlich den Fall. Unsere Glock geht runter. Und nee, jetzt habe ich falsch gedacht. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Wir sind bei dem Teil, wo die Glock runtergeht, vorher und nachher auf 0. Angenommen, wir hätten hier, ich mach's mal mit Orange, angenommen, wir hätten hier so eine Zeichnung gehabt, dann wäre es ein gleichzeitiger Wechsel. Und durch den gleichzeitigen Wechsel würden wir hier in die Ungenauigkeit kommen und hätten dann eben das Problem, und darauf wollte ich hier unten hinaus, dass wir dann nämlich ganz lange C0 haben und erst hier hinten im siebten Takt uns wieder angucken würden, was liegt eigentlich auf D an. Und dann hätten wir nämlich hier diesen ganzen Bereich undefiniert, bis inklusive, wegen der Verzögerung, bis inklusive Takt 8. Oder halt für den Fall hier unten. Hier unten wäre das halt eben das, das war das, worauf ich hinaus wollte, auf das Problem, wenn wir hier den gleichzeitigen Wechsel haben, dadurch in undefiniert gelangen und C aber nur high aktiv ist, würden wir es uns danach nicht angucken und würden erstmal für die weiteren Momente hier gar nicht wissen, wie es weitergeht. Und erst wenn hier hinten dann irgendwo wieder mal C1 wäre, würden wir es dann wissen können. Genau, also grundsätzlich solltet ihr das immer berücksichtigen, ob dieser Fall vorkommen kann. Häufig genug wird es eher nicht der Fall sein, denn eigentlich sollen auch Schaltungen nicht solche Effekte erzeugen. Kann man natürlich nicht ausschließen. Da wir aber gerade in der Aufgabe 9.1 mit Hazards zu tun hatten und auch so ein bisschen gerade auch diese Edge Cases jetzt angeguckt werden sollen, also diese Randfälle. Kann ich euch jetzt schon sagen, ihr werdet derartige Fälle auch in der Hausaufgabe mit drin haben. So. Wir haben natürlich noch drei andere Fälle. Jetzt muss ich gleich mal gucken, wie wir das am geschicktesten machen, da ich natürlich vorhin nicht kopiert habe und jetzt einmal alles rübergemalt habe. So, ich nehme mal die ganzen anderen Beispiele weg, damit ich gleich wieder Platz habe. Das wäre das Deletge High aktiv. Das zweite, was in der Hausaufgabe ist, ist das, und jetzt solltet ihr mich übrigens auch wieder sehen können, wenn ihr es möchtet. Das zweite ist Low aktiv. Könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, was der Unterschied zu dem High aktiv ist? Richtig. Es ist jetzt so, dass wir eben gucken, wann ist die Glock auf 0 und dann eben mit Verzögerung übertragen das Ganze. Genau, auch hier, wir starten von 0, damit wir zumindest irgendwo eine Vordefinition des Ganzen haben. Und
Ja, genau. Wie sieht das denn da aus? Wo würden wir denn da das erste Mal so wirklich was ändern? Wo würde mein Ausgangssignal am D-Ledge sich jetzt das erste Mal ändern können? Okay, im fünften oder zumindest beeinflusst durch den fünften Takt. Genau, wir ja, stimmt, den Fall haben wir auch noch. Genau, also es sind zwei wichtige Sachen, die ihr gesehen habt. Einmal, hier ist irgendwie ein spannendes Eingangssignal. Beziehungsweise hier haben wir die Clock wieder auf Null im vierten Takt. Und gleichzeitig ist es so, wir sind gestartet mit Clock auf 0 und D auf 1. Also, gehen wir stückweise durch. Wir haben Clock auf 0, D auf 1. Das heißt für uns, dass ja im Folgetakt, wenn das so gestartet ist, wir waren auf 0. Es muss auf 1 gehen an der Stelle. Das heißt, wir würden hier mit einer Verzögerung auf 1 gehen. Und dann ist es so, dass C ja auf 1 gewechselt ist. Die ganze Zeit würde sich also der Ausgang am D-Ledge nicht ändern können, weil wir bei Low aktiv gerade sind. Und inklusive des vierten, weil im vierten das erste Mal wieder C0 ist und wir sehen, D ist auch 0. Okay, C ist 0. D ist 0, dann müssen wir wohl wieder runtergehen. Und jetzt wird es halt eben so ein bisschen spannender, weil hier bis inklusive sechster Takt C aktiv ist, beziehungsweise nicht aktiv, also low aktiv ist, wenn man so will. D zwischendurch auf 1 geht und wieder auf 0 geht. Dem Ganzen würden wir folgen. Mit der Verzögerung um 1 gehen wir auf 1. Mit der Verzögerung um 1 gehen wir auf 0. Schauen uns das Ganze an. Dann ist jetzt C wieder auf 1. Das heißt, das ist bis inklusive 9. Takt. Das heißt, bis inklusive 10. Takt wird sich es nicht ändern. Wir bleiben auf 0, wo wir eben schon waren. Gucken uns an im 10. 0. Für die Clock. Das heißt, wir dürfen uns D angucken, den Datenausgang oder den Dateneingang. Da ist er 1. Wir würden hochgehen. Ein Takt auf 1. Dann geht er ja auf 0 bei D. Würden also wieder runtergehen. Und ja, da C dann wieder auf 1 geht, würde es dann auch da unten bleiben. Also fast das gleiche wie eben. Nur halt, dass ihr jetzt beim Low aktiv gucken müsst, wie ist das mit dem Ausgang immer dann, wenn die Clock auf 0 ist. Gut, das sollte also noch relativ einfach sein, wenn man das eine gemacht hat, jedenfalls. Ja. Das hier vorne, die 0. Genau, das war, weil ich das D-Ledge vordefinieren wollte, damit wir zumindest einen Startwert haben. Dass wir halt mit 0 starten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ihr das in der Hausaufgabe habt. In der Hausaufgabe habt ihr auch eine Vordefinierung von einem Taktschritt.
Gut, Deletged war das eine. Das andere sind Flipflops. Was wir hier haben, ist ein vorderflankengesteuertes Flipflop und ein rückflankengesteuertes Flipflop. Wer weiß denn, wie so ein vorderflankengesteuertes Flipflop da funktioniert? Muss es hier ein bisschen abkürzen, Vorderflanke. Genau, also das Vorderflankengesteuerte reagiert nur, wenn eine Vorderflanke an der Glock anliegt. Und diese Vorderflanke ist dadurch definiert, dass es von 0 auf 1 geht. Also es wird in einem Flussdiagramm oder in einer Funktionstabelle oder Flusstabelle wird häufig dann auch deswegen der Pfeil nach oben benutzt. Pfeil nach oben, weil es von 0 auf 1 geht. Und zwar instantan in diesem Moment. Das heißt, wo hätten wir jetzt bei C Vorderflanken anliegen? Genau, die erste Vorderflanke, die wir sehen würden, wäre hier an dem Übergang zwischen 0 und 1. Da wechselt C unsere Glock von 0 nach 1. Es gibt also eine Vorderflanke auf dem Glocksignal und eine Vorderflanke auf dem Glocksignal ist das, wo wir beim vorderflankengesteuerten Flipflop uns den Dateneingang anschauen und entsprechend reagieren dürfen. Was würde ich dann also mit meinem Signal hier machen? Ja, genau, den Dateneingang annehmen und schauen, und wann würde ich welchen Wert eintragen jetzt? Genau, also es ist so, dass auch hier wieder eine Verzögerung ist. Das gilt für diese ganze Aufgabe durchgehend. Wir würden frühestens also nach dem ersten Takt reagieren. Bei der Vorderflanke liegt der am Wert 1 bei D an. Das heißt, wir wechseln auf den Wert 1. Wann müsste ich jetzt das nächste Mal gucken? Oder wann kann sich mein Ausgangswert das nächste Mal frühestens ändern? Ja, bei der nächsten Vorderflanke, die ist in welchem Takt oder zwischen welchen Takten? Ja, von 6 nach 7, sechster Takt, siebter Takt. Hier haben wir die Vorderflanke auf C. Das heißt, es würde sich damit dann frühestens nach dem siebten Takt was ändern. Bis dahin kann ich einfach hier auf 1 durchgehen. Wir gucken uns an, die Vorderflanke auf C und unser Dateneingang D ist 0. Heißt für uns, wir wechseln auf den Wert von D, also auf 0. Und gibt es nochmal irgendwo eine Vorderflanke, die ihr sehen könnt?
Genau, also vom 11. auf das 12. Kästchen haben wir eine Vorderflanke nochmal anliegen. Das heißt aber, dass ich schon bis inklusive 12. Kästchen sowieso durchzeichnen würde. Wäre damit eigentlich durch. Rein theoretisch, wenn ich jetzt noch weitergehen würde ins 13. Kästchen, würde ich aber auch sehen, okay, D ist 0, dann würde ich an der Stelle halt auf 0 bleiben. Das würde dann entsprechend auf 0 weitergehen. Und wir können äquivalent zum D-Ledge uns auch hier natürlich angucken, wann kann es denn hier eigentlich zu undefiniertem Zustand kommen. Ne, auch hier gilt halt die Sache, wenn ich mein C habe, was sich hier irgendwie ändert. Ich habe irgendwie mein D dazu. Dann würde ich ja hier an dieser Stelle, jetzt brauche ich doch mal wieder eine andere Farbe, dann habe ich hier eine Vorderflanke, aber ich habe gleichzeitig auch den Wechsel auf dem Datensignal D, würde also in einen undefinierten Zustand rutschen. Und dadurch, dass wir beim vorderflankengesteuerten Flipflop ja immer nur bei einer Vorderflanke auf das Datensignal D gucken, könnte es sowieso frühestens nach, ja, was wäre realistisch, frühestens nach 2 Takten könnten wir überhaupt aus diesem undefinierten Zustand wieder rauskommen. Warum 2 Takte? Naja, wenn wir, also in dem Fall halt von 0 auf 1 geschaltet haben, unsere Vorderflanke hatten, dann müssen wir ja erstmal von 1 wieder auf 0 schalten, um irgendwo wieder von 0 auf 1 schalten zu können. Also vielleicht dann halt irgendwie hier irgendwie. Das wäre so die früheste Möglichkeit, wo wir dann die Chance haben, aus dem undefinierten Zustand, den wir hier dann hätten, mal den mal einmal hier irgendwie rüber, aus dem undefinierten Zustand rauszugehen. Eine Rückflanke hilft uns nicht. Damit greife ich gleich demnächst ein bisschen vor. Vorderflanke von 0 auf 1, Rückflanke von 1 auf 0. Aber wir gucken beim vorderflankengesteuerten Flipflop ja immer nur, wo eine Vorderflanke ist. So, genau, und rückflankengesteuertes Flipflop, das wäre dann das Letzte, was wir einmal noch machen hier. Hier müssen wir, wie gesagt, schauen, wie ist das, wann haben wir den Wechsel von 1 auf 0. Deswegen, falls man das irgendwie in der Funktionstabelle oder im Flussdiagramm, wenn man das da irgendwie einträgt, dann der Pfeil von oben nach unten. Ich würde anfangen mit dem Wert 0 und wo seht ihr da die erste Rückflanke und was bedeutet das für meinen Wert an dieser Stelle für das Ausgangssignal? Okay, ja, hier an der Stelle von 3 auf 4 haben wir die erste Rückflanke. Und ich gucke an der Rückflanke auf den Wert von D. Das heißt, ab 5, 3, 4, der Wert, genau, die Rückflanke zeigt uns an der Stelle bei D auf dem Wert 0. Das heißt, wir bleiben auf dem Wert 0. Und wie lange bleiben wir auf dem Wert 0? Es wird sich hier nochmal ändern, aber an welcher Stelle wird es sich ändern? Genau, ab dem 11. Takt. Wir haben nämlich von 9 auf 10 haben wir die nächste Rückflanke und die zweite und einzige weitere hier. Dabei ist D auf dem Wert 1 und mit einem Takt Verzögerung zur Rückflanke würden wir entsprechend auch das Datensignal von D durchnehmen. Das wäre ab dem 11. Takt der Fall. Dann gibt es keine weiteren Rückflanken und wir würden auf 1 bleiben.
Ja, die. Das ist genau das, ja, also dass die Rückflanke zwischen zwei Takten eigentlich ist, ist genau der Grund, weswegen wir natürlich sehr ungerne das haben, wenn parallel hier sich was ändern würde. Na, weil dann würden wir wieder in den undefinierten Zustand rutschen, wenn das jetzt von 0 auf 1 schalten würde oder 1 auf 0, weil was gilt denn jetzt eigentlich? Und die Verzögerung und das Nachschalten gilt dann, wenn man so sagen will, halt an sich auch erst oder an sich mit dem Übergang dann von 9 auf 10 war jetzt hier die Rückflanke und dann 10 auf 11 ist dann das, wo wir umschalten auf dem Ausgangssignal. Gut, das sollte euch hoffentlich dann weiterhelfen für diese Aufgabe. Ich prüfe gerade nochmal, dass da nicht noch irgendeine Zusatzfrage drin war. Nee, das sieht aber soweit ganz gut aus. Genau, also D-Latch, abhängig davon, ob der Wert auf C gerade zu dem aktiv gehört oder nicht. Also high aktiv bei 1 oder low aktiv bei 0. Und Flip-Flop brauchen wir nur auf die Flanken gucken, jeweils die Vorderflanke oder die Rückflanke, um zu wissen, ob wir uns D überhaupt angucken müssen. Genau, und auf die Art und Weise, also das ist eigentlich auch ganz gut, wenn man irgendwie so eine Aufgabe vielleicht auch unter Zeitdruck mal machen muss, lohnt sich halt eben schnell zu schauen, was habe ich da jetzt eigentlich vorliegen, wie funktionierte das nochmal und dann wirklich möglichst schnell zu gucken, okay, an welchen Stellen kann sich das jetzt überhaupt ändern? Dann brauche ich dazwischen nicht lange drüber nachdenken, sondern wirklich nur mir das angucken, wo ändert sich das? Und entsprechend dazwischen bleibt es ja dann gleich. Gut, wenn wir das soweit haben, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal eine gemischte Aufgabe an, die uns ein bisschen an das Thema Zustandsdiagramme führt. Denn darum geht es in 9.3 und auch in 9.4. In 9.3 habt ihr zuerst ein Zustandsdiagramm gegeben bekommen und in 9.4 sollt ihr eins entwerfen. Vielleicht erstmal ganz allgemein. Was ist denn überhaupt in so einem Zustandsdiagramm? Was haben wir denn da? Okay, ja, wir haben Zustände, genau, die werden meistens durch irgendwie so einen Kreis oder ein Oval markiert. Dann kann es sein, dass wir, ja, wir haben Folgezustände. Also genau, erstmal nehmen wir mal einen Zustand. Ein Zustand hat meist einen Namen, meistens mit 0 angefangen. Und dann gibt es irgendwie einen Folgezustand, der dann beispielsweise Z1 heißt. Und diese Zustände an sich selber werden dann auch nochmal kodiert, dass man weiß, okay, um welchen handelt es sich. Ist jetzt bei 0 und 1 jetzt nicht so schwierig, aber angenommen, ich habe hier unten irgendwo noch so ein Z2 rumfliegen und Z3 und so weiter. Ich kann nicht auf alle Details gehen. Also angenommen, ich habe irgendwie drei Zustände. Dann würde ich hier halt sagen, okay, mein Zustand Z0 wird kodiert durch 0,0. Mein Zustand 1, den kann ich kodieren durch 0,1. Ne, einfach binär durchzählen. Zustand 2 dann durch 1,0 und Zustand 3 durch 1,1. Vielleicht werden das dann bei mehr Zuständen entsprechend auch mehr für die Durchkodierung. Aber wir haben noch weiteres. Das habt ihr auch schon geschrieben. Wir haben auch noch Eingaben und Ausgaben dabei. Ja, und da muss man sich natürlich angucken, wo tauchen eigentlich die Eingaben oder Ausgaben auf. Ich
habe in der Regel an einem Zustand einen Zustandsübergang. Das kann an einen anderen Zustand sein. Das kann auch in den Zustand selber zurück sein. Und das basiert immer auf jeweiligen Eingaben. Und so eine Eingabe kann dann beispielsweise heißen, dass ich bei X1 den Übergang habe und bei nicht X1 habe ich halt den rekursiven Übergang zu sich selber zurück. Also in dem Fall, das wären die Eingaben, die stehen an den Pfeilen. Und das nächste, was wir haben, sind die Ausgaben. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Das eine kann sein, dass ich die Ausgaben mit in den Zustand reinschreibe. Also beispielsweise könnte ich jetzt hier meinen Zustand schreiben. Meine Ausgabe B ist gleich 1, weil ich B als Ausgabe definiert habe und im Folgezustand ist vielleicht B gleich 0, weil ich irgendwas damit umgeschaltet habe durch diesen Zustandsübergang. Genau, prinzipiell muss das hier natürlich auch sein. Es kann theoretisch auch sein, dass, ich prüfe das mal, ich glaube für eure Aufgaben, genau dann. Es kann auch sein, dass es einen Folgezustand gibt, ohne dass da eine Eingabe explizit dazu steht. Das ist dann, wenn es so definiert ist, dass von der Aufgabenstellung her zum Beispiel oder eben eigentlich, es hängt ja eigentlich ein Automat dahinter. Oder ein Schaltwerk dahinter, dass nach einem Taktsignal automatisch der Übergang erfolgt. Das heißt, das, was ich jetzt hier gemalt habe, würde bedeuten, dass wir vielleicht unendlich viel mal im Zustand 0 verharren, vielleicht aber auch, ja, keine Ahnung, sagen wir mal, das ist eine Fußgängerampel oder so. Ne, Fußgängerampel wäre halt sowas, Zustand 0, B ist gleich rot, du darfst nicht rüberlaufen. Und das würde so lange bleiben, bis X1 der Fußgängertaster gedrückt ist. Und dann würde ich erst in den anderen Zustandsübergang gehen und B gleich 0 machen. B gleich 0 wäre dann vielleicht die Ausgabe für Grüne für die Fußgängerampel. Und das geht automatisch in Folgezustand, der dann, weiß nicht, irgendwas anderes macht. Genau, also insofern kann es auch automatische Folgezustände geben. Das ist noch relativ wichtig. Genau, es gibt zwei Arten von Zustandsdiagramm. Fängt beides mit M an. Erinnert ihr euch noch daran und was die Unterschiede sind? Ja, Moore und Mealy, genau. Das ist nämlich fast das Gleiche. Genau, bei Mealy stehen die Ausgaben an den Pfeilen. Also kann man quasi schon sagen, okay, das hier ist nicht Mealy, das hier ist Moore. Hier stehen die Ausgaben in dem Zustand selber. Das hat mit der Definition zu tun, denn Moore ist so definiert, dass die Ausgabe nur vom jeweiligen aktuellen Zustand abhängt. Deswegen schreibt man es auch in den Zustand rein. Bei Mealy ist es so, dass der Zustand von, nein, dass die Ausgabe abhängt von dem jeweiligen Zustand und der Eingabe. Das heißt, es würde hier bei Mealy, ich mache das mal auch da mal mit einer anderen Farbe, bei Mealy würden wir hier quasi schreiben, okay, ach nee, nicht B1, sondern B gleich 1. Ich würde sagen, wenn ich im Zustand Z0 bin und die Eingabe nicht X1 habe, dann soll B den Wert 1 haben als Ausgangssignal und wenn ich den Wert wenn ich im Zustand Z0 bin und die Ausgabe X, wenn ich die Eingabe X1 habe, dann soll B welchen Wert kriegen?
Genau, dann hätte in dem Fall B den Wert 0, weil das ja hier um den entsprechenden Zustand, den Zustandsübergang auch dann geht. Ihr seht daran schon, dass man die auch ineinander überführen kann. Also man kann aus Mu, und dann hätte ich natürlich in dem Fall das hier unten nicht drin, man kann aus Mur Mili machen und aus Mili Mur. Meistens ist es so, wenn man mit dem Zustandsdiagramm nach Mur anfängt und zu Mili gehen will, dass man dann plötzlich mehr Zustände hat, dass man vielleicht irgendwie noch den einen oder anderen zusätzlich hinzufügen muss oder den Zustandsübergang. Aber grundsätzlich lassen diese, sind das beides äquivalente Darstellungen und das eine lässt sich in das andere umschreiben und umgekehrt. Gut. Das soll uns, glaube ich, erstmal reichen, um allgemein zu verstehen, wie ich ein Zustandsdiagramm mache. Jetzt gucken wir uns mal eine Beispielaufgabe an. Und zwar sind wir mal bei einem Bahnübergang. Bahnübergang hat eine Schranke. Und es gibt so ein Bahnvorsignal, nennt sich das. Das ist ein Signal für den Zugführer in der Bahn. Wir gucken uns das Ganze mal aus Sicht eines Zugführers an. Also aus Sicherheitsgründen initialisiert unser System mit Schranke ist unten, also Bahnübergangsschranke ist unten und das Bahnvorsignal für den Lokführer ist rot. Dann wechselt das in Schranke oben und Signal rot. Und ja, was heißt das? Schranke oben, Signal rot, ne? Die Autos können über den Bahnübergang fahren und wenn da der Zug drauf zufährt, dann muss er stehen bleiben. Dort bleibt das Ganze so lange, bis durch, wobei Signal B ist jetzt vielleicht blöd an der Stelle. Ich sage jetzt einfach mal Eingang B, dann haben wir das etwas deutlicher getrennt, bis durch Eingang B gleich Bahn kommt, die Schranke nach unten geht und das Signal auf Grün-Gelb wechselt. Grün-Gelb heißt für einen Zug, Achtung, kann sein, dass du bremsen musst. Anschließend folgt dann Schranke unten und grünes Signal. Das heißt, eigentlich sollten jetzt die Autofahrer vor dem Bahnübergang warten müssen und der Zug darf rüberfahren, weil grünes Signal, da darf er auf jeden Fall über den Bahnübergang fahren. Und schlussendlich haben wir dann die Schranke unten mit Signal grün-gelb. Ne, nochmal dieses Achtung, Warnung, bevor wir wieder in den Anfangszustand gehen, nämlich unten, also Schranke ist unten und das Signal ist auf rot. Und dann könnt ihr euch vorstellen, danach geht es wieder von vorne los. Unsere Aufgabe wäre jetzt, daraus ein Zustandsdiagramm zu machen. Ja, also ich hoffe, das ist erstmal grundsätzlich grob verstanden, die Aufgabenstellung. Ich habe es versucht, ein bisschen anders mal zu formulieren als die üblichen, die es halt. Also ich kann ja nicht die ganz gleichen nehmen, wie sie immer Andreas Mehner nimmt. Insofern, wir fahren einen Zug auf einen Bahnübergang zu. Dort gibt es halt diese Anlage, die daraus basiert, dass es eine Ampel für den Zug gibt, quasi. Dann in der Fachsprache halt ein Bahnvorsignal, vereinfacht gesagt, und eine Schranke für die Autofahrer. Ja, Zustände. Wir haben uns eben angeguckt, wie Zustände aussehen, ne? Also irgendwie, ich werde jetzt wahrscheinlich hier einen hübschen Zustand irgendwie malen. Was muss ich denn da jetzt reinschreiben? Okay, genau, rot. Denn wir wissen, initialisiert wird das Ganze mit Signal rot. Das heißt, ich würde einmal Vorsignal V ist rot oder R das Ganze abkürzen. Das wäre mein Ausgang an der Stelle. Und dass die Schranke unten ist, richtig.
Also SU, Schranke unten, großes S, kleines U. Name brauchen wir noch. Wert für das Signal, Wert für die Schranke. Genau, Name, Wert für Signal und Wert für Schranke ist das, was wir immer brauchen, die ganze Zeit und durchgehend. Also, unser Name wäre, na, wir fangen natürlich an, Z0. Und das Ganze ist durchkodiert. Wir können das auch ohne Komma schreiben. 000. Ich schreibe jetzt 000, weil ich weiß, dass wir schon, dass wir mit 2 Bit nicht auskommen werden für die Codierung. Wenn man noch nicht weiß, wie viel Bit man für die Codierung braucht, dann macht man das halt am Ende, lässt erstmal noch den Platz und schreibt erstmal die Zustände auf und macht die Zustandskodierung als letztes. Okay, ich habe einen Zustand. Das ist quasi hier oben mein Schranke unten und Signalrot. Wie geht's weiter? Okay. Genau, die Schranke geht hoch, das Vorsignal bleibt immer noch rot. Das heißt, wir haben einen Zustand, der sich Z1 nennt. Durchkodiert also 001. Unsere Schranke geht hoch und das Vorsignal für den Zug bleibt immer noch rot. Das wäre der zweite Zustand. Was mache ich jetzt dazwischen hin? Brauche ich hier einen besonderen Eingabewert? Also ich brauche einen Pfeil. Wenn man sich den Aufgabentext ganz genau anguckt, an welcher Stelle haben wir überhaupt einen Eingabewert, der für uns relevant ist? Genau, also ich habe dadurch, dass ich das nochmal den Namen umbenannt habe, von Signal zu Eingang natürlich das noch deutlicher gemacht. An der Stelle hier, wo das, der Eingang B gleich Bahn kommt, aktiv wird, an der Stelle ist tatsächlich auch das einzige Mal, wo wir hier ein Signal in irgendeiner Form berücksichtigen müssen. Das heißt, an der Stelle haben wir einen ganz normalen Übergang. Ich weiß, das ist an einer Stelle unrealistisch im Zustandsdiagramm. Das bedeutet nämlich, dass unser Zug quasi instantan über den Bahnübergang fliegt, wenn die Schranke mal entsprechend ist. Aber das soll uns hier nicht stören. Genau, also wir sind einfach weitergegangen. Jetzt ist die Schranke hoch, Vorsignal ist rot. Das heißt, wenn irgendein Zug kommt, Zug da aus welchem Grund ohne Signal angekommen sein sollte, dann steht er immer noch da und fährt nicht über den Bahnübergang, weil die ganzen Autos rüberfahren. Wie geht's jetzt weiter? Schranke hoch, Vorsignal rot. Nächster Schritt. Genau, jetzt haben wir hier dieses Schranke kommt. Nicht Schranke kommt, Bahn kommt. In dem Fall, man sieht es nicht mehr ganz, es war dann das Eingangssignal B. Das heißt, wenn wir B gleich 1 haben, wechseln wir in den Folgezustand mit Schranke unten und Signal auf grün-gelb. Also das wäre Z2 durchkodiert 010.
Schranke unten und Vorsignal. Ja gut, jetzt haben wir irgendwie, anscheinend haben wir mehrere Lampen bei dem Ganzen. Es wechselt ja hier. Es ist ja nicht nur grün, es sind sogar mehrere an. Ich sag euch mal dazu, dass wir davon ausgehen dürfen, dass wir ähnlich wie bei einer Autoampel drei verschiedene Lampen haben. Das heißt, wir haben jetzt einmal Vorsignal grün an und wir haben Vorsignal gelb an. Das ist einfach nur für die Zustandskodierung einmal durchkodiert. Jeder Zustand muss eine eindeutige Zustandskodierung haben, das heißt, die dürft ihr nicht wiederverwenden. Prinzipiell könnte man die auch beliebig setzen. Ich könnte jetzt auch anfangen mit Z0 gleich 111 und runterzählen oder so. Das ist aber relativ unpraktisch, das dann wiederzufinden. Am einfachsten ist, wenn man sowieso mit Z0 anfängt, entsprechend binär einfach hochzuzählen. Und deswegen Z0 ist halt alles 0, Z1 ist 001. Und ich hatte vorhin schon gesagt, ich weiß halt schon, wir werden nicht mit vier Zuständen auskommen und dementsprechend drei Bits oder die wir dann hätten, zwei Bits, die wir dann dafür bräuchten, sondern wir werden mehr Zustände haben und entsprechend habe ich schon drei Bits genommen von Anfang an. Und deswegen meinte ich ja auch, wenn ihr euch nicht sicher seid, wie viele Zustände ihr habt, dann schreibt die Zustandskodierung als letztes rein unter die Zustände. Vergesst sie nur nicht. Warum haben wir so angefangen? Ich gebe die Frage mal zurück. Warum haben wir angefangen mit Schranke unten und Signalrot? Was sagt ihr? Okay, im Text steht, dass wir das so initialisieren. Genau, und da kommt nämlich noch so ein kleiner Punkt dazu. Man kann in dem Zustandsdiagramm nämlich auch deutlich machen, dass etwas eine Initialisierung ist, beziehungsweise der Start und Beginn von einem Zustandsdiagramm. Zufällig jemand sich das schon angeguckt, wie man das darstellen kann? Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten, das darzustellen. Was relativ häufig vorkommt, ist, dass man quasi einen nicht verbundenen Pfeil von außen hat. Ja, also dass hier kein Zustand davor ist, sondern das geht einfach da rein als Startzustand. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man das mit einem, ja, mit einer Markierung am Kreis deutlich macht. Zwar, ich mache das gleich zwar wieder weg, aber weil ich kann es in die Ecke machen, dann haben wir es da immer noch. Also wenn das hier mein Zustand ist, dann würde ich hier so im linken Teil grau-schwarz was markieren. Das ist fast schon ein bisschen viel. Das wäre auch eine Markierung für einen Startzustand. Ihr sagt hier gerade was von doppelten Kreis, da bin ich mir gerade nicht sicher. Das möchte ich nicht ausschließen, kenne ich jetzt allerdings gerade so nicht. Sollte es in den Folien von der Vorlesung so drinstehen, wäre das natürlich dann auch in Ordnung. Das prüft aber bitte selber dann nochmal. Also was es auf jeden Fall gibt, ist eben der Pfeil von außen oder halt eben dieser, ja, die Markierung links am Kreis, dass dann da bewusst was entsprechend grau-schwarz markiert ist. Aber es ist ein wichtiger Punkt. Man sollte nicht vergessen, wie man so eine Schaltung initialisiert. Denn sonst wird die Schaltung zufällig initialisieren. Und wenn sie zufällig initialisiert, kann es sein, dass die Werte der Ausgaben zu irgendwas passen, was wir schon haben, sodass wir irgendein wissen, naja, okay, ist irgendwie Schranke hoch, Vorsignal rot und wir initialisieren mit 001. Dann ist es definitiv dieser Zustand hier.
Aber vielleicht initialisieren wir auch mit irgendwie einer Zustandskodierung, wo Vorsignal Rot, Gelb und Grün alle drei gleichzeitig an sind. Da weiß ich so, dass ich meine, das könnt ihr euch selber denken, alle drei Lampen gleichzeitig, ne? Autoampel wäre das auch komisch. Da ist irgendwas dann gerade dann nicht ganz in Ordnung. Und dann hat man nämlich das Problem, wenn man mit was initialisiert, was nicht definiert ist als Zustand, dann gibt es auch keine Definition, wie man in den Folgezustand kommt. Und damit wäre die Schaltung für immer in einem, ja, defekten Modus. Das will ja auch keiner. Also insofern sollte eine Schaltung immer irgendwie den Initialzustand angeben. Und natürlich gibt es auch theoretische Aufgaben, wo das dann nicht ist. Gibt es auch undefinierte Zustände, ist hier die Frage. Ja gut, das ist natürlich. Also im Zustandsdiagramm gibt es, glaube ich, keine explizite Kenntlichmachung dazu. Wir werden uns ja gleich noch eine Zustandstabelle angucken, also entsprechend eine Tabelle hier rausziehen. Und da kann man halt definieren für alle anderen Fälle, die man nicht abgedeckt hat, dass man dann in einen bestimmten Zustand dann geht. Also dass man halt sagen würde, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe den und den Zustand und diese Eingabemöglichkeit, also die Startmöglichkeit, habe ich alle abgedeckt und dann gibt es irgendwie noch die Möglichkeit, dass es auf irgendeine andere Art und Weise initialisiert. Dann würde ich aus diesen Zuständen, die ich dann explizit in der Tabelle mit aufschreiben würde, sagen, es soll aber dann bitte immer in den Folgezustand X gehen. Das kann ja rein theoretisch, also jetzt bin ich schon so ein bisschen so ein bisschen, das wird in den Aufgaben nicht sein, aber für einen Automaten kann es ja auch sein, dass es sogar während des Betriebes in einen undefinierten Zustand geht, also wenn wir draußen in der Realität sind. Einfach weil Stromschwankungen irgendwie was beeinflusst oder so. Also man kann gar nicht so doof denken, wie es kommt. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man undefinierte Zustände abfängt und da von diesen undefinierten Zuständen immer in einen definierten und möglichst sicheren Zustand geht. Und sowas wie hier zum Beispiel auch der Startzustand, Schranke unten, Signal rot heißt, es kann gerade kein Auto rüberfahren, es kann gerade kein Zug rüberfahren. Das ist sicher. Das ist der sicherste Zustand, in den man gehen kann. Der schlimmste Zustand wäre Schranke oben und Signal grün. Weil dann können plötzlich Auto und Bahn rüberfahren und ihr könnt euch vorstellen, das kann nicht lange gut gehen. Okay, kurzer Exkurs aus der Praxis. Genau, wir haben gerade das Eingangssignal B gehabt. Es kann natürlich auch sein, dass es nicht kommt. Wir haben ja gesagt, wir müssen darauf warten. Und dieses quasi Warten, da würden wir jetzt diesen Pfeil auf uns selber machen und sagen, solange B gleich 0 ist, also eben nicht das Eingangssignal Bahn kommt, an uns kommt, würden wir immer in dem Modus bleiben oder im Zustand bleiben. Schranke ist hoch, Autos können rüberfahren und das Vorsignal ist rot für den Lokführer. Gut, aber wir sind jetzt in Zustand 2 angekommen. Schranke ist unten. Vorsignal ist auf grün-gelb. Wie würde es dann weitergehen? Okay, die Frage, ob man dieses B gleich 0 immer explizit angeben muss. Es gibt etwas, das ist ja, also rein prinzipiell müsste man es nicht angeben, weil wir ja dann nicht weiterkommen. Das ist irgendwie ja logisch. Ne? Also solange B nicht gleich 1 ist, können wir gar nicht weiterkommen. Es gibt in 9.3, ich glaube 9.4 ist das nicht drin, in 9.3 die Frage nach Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit. Habe ich auch gleich nachher nochmal ein Beispiel, dass wir uns das nochmal detaillierter angucken.
Aber im Endeffekt steckt das halt dahinter. Nämlich die Vollständigkeit. Wenn ich diesen Pfeil da nicht ransetze, dann kann ich nicht eindeutig sagen, für jede Eingangsbelegung gibt es eine Folgebelegung, sondern dann ist das zwar so implizit, weil der Automat einfach nicht weiterschaltet, aber für die Vollständigkeit muss ich es angeben. Normalerweise ist auch das Sinn schon die Vollständigkeit, also sollte die Vollständigkeit eigentlich auch schon dargestellt werden hier. Gut, dann aber zurück zu unserem Zustand. Wie geht's weiter nach Zustand 2? Okay, genau, anschließend folgt Schranke unten und grünes Signal. Was schreibe ich an den Pfeil? Also an den Pfeil, mit dem ich auf diesen Zustand hier gehe. Da schreibe ich nichts, genau, weil da der Eingang nicht re relevant ist laut unserem Aufgabentext. Wobei ich einmal einwerfen möchte, wenn ihr dann später irgendwann im Berufsleben in der Praxis angekommen seid und ihr habt eine Definition mit mach dies, mach jenes, programmier vielleicht genau dieses oder jenes, dann habe ich als derjenige, der häufig irgendwie dann auf der anderen Seite sitzt, als derjenige, der mit dem, ja, mit den Programmierern oder so dann irgendwie reden darf oder den Softwareentwicklungsfirmen, habe ich die Bitte, denkt auch drüber nach, wenn euch irgendwas sehr komisch vorkommt, ob das jetzt wirklich eigentlich an der Stelle richtig ist. So, der kleine Exkurs. So eine Rückfrage ist manchmal ganz, ganz nett, bevor das Falsche programmiert wird. Also, wir sind auf Z3. Unsere Schranke ist unten, das Vorsignal ist grün. Wie geht's weiter? Genau, die Schranke ist unten und grün ist gelb, grün, grün, grün plus gelb. Denn wir haben gesagt, schlussendlich Schranke unten mit Signal grün-gelb. Das heißt, ich schreibe hier hin meinen nächsten Zustand, Z4. Zähle meine Zustandskodierung weiter hoch, bin auf 100. Und dann kommt Schranke unten. Grüne Ampel leuchtet und gelbe Ampel leuchtet. Das B gleich 1. Das B gleich 1 haben wir hier oben, weil das genau der Zustand ist, aus dem wir nur dann rausgehen, wenn es ein Signal B gleich 1 gibt, laut Aufgabentext. Wir sind hier in Schranke oben, Signal rot oder Vorsignal rot. Und dort wird so lange verblieben, bis durch Signal B gleich Bahn kommt, die Schranke nach unten geht. Das heißt, wir gehen nur dann weiter, wenn das Signal kommt. Signal kommt, ist so ein bisschen Umschreibung für, also das Signal gleich 1 ist. Nur dann gehen wir weiter. Dass ich auch noch diesen rekursiven Pfeil ranmache mit dem B gleich 0, das mache ich halt, weil ich möchte, dass mein Zustandsdiagramm vollständig ist. Das ist also für jede Eingangsbelegung, also sowohl da, wo ich in dem Zustand bin und B gleich 0 habe, als auch da, wo ich in dem Zustand bin und B gleich 1 habe, dass es für jede Eingangsbelegung einen definierten Folgezustand gibt.
definierter Folgezustand. Wenn ich den habe, dann muss ich auch einen Pfeil da drauf machen. In dem Fall auf mich selber. Das b gleich 0 muss ich nur dann schreiben, wenn es eine entsprechende andere Alternative gibt. Also mit dem b gleich 1 hier. Für alle anderen haben wir ja nichts dran geschrieben, weil es automatisch weitergeht pro Takt und einfach nur vom Takt, von jedem Taktschritt weiterläuft. Aus dem Aufgabentext her ist es so, dass hier der einzige Moment, wo sich was ändert oder wo wir auf ein Signal warten, an der Stelle hier ist, wo unsere Schranke oben und das Signal rot ist. Das hatte ich ja vorhin so ein bisschen verglichen mit so einer Fußgängerampel. Die ist so lange auf Fußgängerrot, bis man den Knopf gedrückt hat, dass man als Fußgänger rübergehen will. Und dann laufen ja auch langsam dann Prozesse durch, bis man irgendwann, ne, dann die Autofahrer eben alle angehalten worden sind und man als Fußgänger dann das Grün kriegt, dass man rübergehen darf. Würde das einem Don't Care entsprechen? Theoretisch ist die Frage hier. Genau, im Prinzip ist es so, das Signal B interessiert uns nicht, also hat tatsächlich den Wert Don't Care, den man eintragen würde, für alle anderen Zustandsübergänge. Gut, wir sind jetzt zuletzt in Z4 gewesen. Schranke unten, Vorsignal grün, Vorsignal gelb, also grün-gelb. Und Aufgabentext sagt uns schon, bevor wir wieder in den Anfangszustand mit unten und rot wechseln. Das heißt, hier würde ich jetzt in dem Fall den Kreis schließen. Wir würden einmal auf unten und rot wechseln, bevor es dann automatisch in den nächsten Schritt geht, dass das Vorsignal auf rot bleibt und die Schranke wieder hochgeht. Ja, und damit haben wir einmal ein Zustandsdiagramm beschrieben oder mit dem Zustandsdiagramm einen Automaten beschrieben oder ein Schaltwerk beschrieben, je nachdem, wie man es dann umsetzen will, womit man einen extrem schnellen Zug, weil wir warten hier nicht ab, wann der Zug rübergefahren ist, bevor wir weitergehen, also einen extrem schnellen Zug über einen Bahnübergang fahren lassen. Aber nur dann, wenn keine Autos gerade rüberfahren dürfen. Und immer dann, wenn keine Bahn kommt, dann dürfen Autos über diesen Bahnübergang fahren, weil dann die Schranke oben ist und der Zug das Signal hat, dass er stehen bleiben muss. Genau, wer sich mehr interessiert für Details wie Bahnvorsignale, ähnliches, das können wir gerne mal irgendwann nach Corona dann bei irgendeinem Kaffee oder Tee oder irgendwas mal bequatschen. Gut, wir haben ein Zustandsdiagramm und sowohl in 9.4 sollt ihr aus dem Zustandsdiagramm weitergehen, als auch in 9.3 sollt ihr aus einem Zustandsdiagramm weitergehen. Deswegen habe ich zuerst einfach mal eins mit euch gemacht. Und ich würde jetzt einfach mal fragen, naja, wie würde denn so eine entsprechende Tabelle daraus aussehen? Also wie würde denn da, wie können wir da jetzt eine Zustandstabelle machen? Was haben wir da alles drin? Ich nehme mal, guck mal, dass ich hier so ein bisschen Platz zum Arbeiten habe. Ja, genau. Also wir haben die Zustandskodierung. Das ist eine wichtige Geschichte. Die sollten wir mit reinnehmen. Ich muss hier oben gerade noch mal kurz den Eingang wegmachen. Das andere, was ich hier reingeschrieben hatte. Gut. Ja, wir haben die Zustände. Die Ausgänge sind wichtig. Die Folgezustände sind auch wichtig. Ja, genau. Also, was haben wir alles? Wir haben unsere Zustandskodierung. Man schreibt normalerweise diese Zustände mit einem großen Z und die Zustandskodierung dann mit einem entsprechenden kleinen Z.
kann das jetzt hier nur sagen, weil das sieht man bei mir nicht so deutlich. Ich schreibe dann Z2, Z1, Z0. Und da steckt dann entsprechend einfach das Ganze dahinter. Z2, Z1, Z0 von links nach rechts. Folgezustände. Wie schreibe ich Folgezustände auf in so einer Tabelle? Mit Plus, genau. Also Plus dahinter ist der Folgezustand. Das heißt, ich würde jetzt sagen Z2 plus Z1 plus Z0 plus für die Kodierung meiner Folgezustände. Denn ich habe ja zu jedem Zustand Z2, Z1, Z0 einen Folgezustand oder eine Folgezustandskodierung Z2 plus Z1 plus Z0 plus. Oder zumindest hoffe ich, dass ich das habe. So, dann hatten wir, was hatten wir noch gesagt? Wir hatten gesagt, die Ausgänge brauchen wir. Welche Ausgänge hatte ich in dem Fall? Also ich konnte sowas haben wie Schranke unten. Ich konnte sowas haben wie Schranke hoch. Das wäre halt sowas wie, dass man halt sagt, ne, das sind dann halt Signale, die an eine externe Schrankensteuerwerk gehen würden. Und ich habe mein Vorsignal, Vorsignal rot, Vorsignal gelb, Vorsignal grün. Okay, damit kann man schon fast arbeiten. Eine Sache fehlt uns noch. Das B, genau. Ich habe ja links hier quasi die Sachen, die reingehen und rechts die, die rausgehen, weil auch so ein Folgezustand ist, es ist zwar ein Folgezustand, aber hat ja eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Ausgang. Also, was ich noch davor habe, ist mein B. Genau, und dann können wir halt anfangen und können uns halt eben das Ganze anschauen. Und ich würde dann eben gucken, wenn ich hier Z0 habe, übertrage ich das für meinen Eingang und würde dann quasi gucken können hier für B gleich 0. Wie sieht das aus? Das würde ich dann jetzt bei Z2 plus Z1 plus Z0 plus schreiben. Genau. Ah, warum habe ich B gleich 0 geschrieben? Irgendwas muss ich ja schreiben. Und in dem Fall könnte es jetzt sein, dass ich gerade mit B gleich 0 starte. Aber, und ich glaube, ich sehe euch schon auch tippen an der Stelle. Also erstmal, ja. Genau, ich kann auch was ganz anderes machen. Nämlich, ich weiß, dass ich an der Stelle ja immer automatisch unabhängig von dem B in den nächsten Folgezustand gehe. Und deswegen darf ich an der Stelle hier auch das Sternchen setzen. Don't care. Egal ob B gleich 0 oder B gleich 1 ist, ich gehe von dem Zustand 0, 0, 0 immer in den Folgezustand 0, 0, 1 weiter. Gut, dann kommen die Sachen Schranke unten, Schranke hoch, Vorsignal rot, Vorsignal gelb, Vorsignal grün. Da muss man jetzt drauf aufpassen. Achtung, wo befinde ich mich? Ich bin hier durch das, was ich vorne schreibe, in dem Zustand noch, in dem ich hier gerade das Ganze aufschreibe. Ja, also das heißt, ich muss hier auch entsprechend das dann benennen. Und das wäre, genau, wir haben hier Schranke unten und Vorsignal rot. Das heißt, da würde ich jeweils eine 1 setzen und die anderen sind bei 0. Ja, weil meine Ausgabe ist abhängig von dem Zustand, in dem ich gerade bin, auch wenn ich mir hier schon hingeschrieben habe, wie denn meine Folgezustände aussehen würden.
Gut, das ist natürlich jetzt noch relativ harmlos, relativ einfach. Mein nächster Zustand, den ich aufschreiben würde, wäre 001. Wie würde das da aussehen? Null eins null wäre der Folgezustand, oder wobei wäre das der Folgezustand? Wann darf ich 010 hier hinschreiben bei Z2 plus Z1 plus Z0 plus? Genau, wenn b gleich 1 ist, also in diesem Zustand muss ich aufpassen, was ist b? Das heißt, ich kann jetzt hier gleich einmal schon mal hinschreiben, gebe das Ganze ja auch nochmal für b gleich 0. Und wie würde ich den Rest weiter ausfüllen? Das schreibe ich jetzt hier in der Zeile b gleich 1 und z2 1 0 ist 0 0 1. Komm ich gleich zu. Lass uns einmal das andere. Wir haben bei 0 0 1 in dem Zustand, wo wir gerade sind, mit dem Folgezustand 010, zu dem wir nur dann gehen, wenn b gleich 1 ist, haben wir hier unsere Ausgabe, die trotzdem nur von meinem Zustand 001 abhängig ist. Also Schranke hoch und Vorsignal rot, beziehungsweise 01100. Und da ich hier halt eben ja auch eine zweite Möglichkeit habe, nämlich nicht nur eben dieses für b gleich 1, sondern auch b gleich 0, muss ich das natürlich auch aufschreiben, die andere Möglichkeit, wie ich hier aus dem Zustand weitergehe, nämlich für b gleich 0. Und das klingt jetzt irgendwie ein wenig einfach, aber mein Folgezustand genau ist dann einfach 001. Dann würde ich quasi nochmal selber den gleichen Zustand hinschreiben. Das ist die Beschreibung dieser rekursiven Schleife, dass ich in diesen Folgezustand gehe. Die Ausgabe bleibt an dieser Stelle natürlich die gleiche. Vorsignal rot und Schranke hoch. Und da sehen wir halt hier eben den Unterschied, auch weil wir ja schon gesagt haben, an dieser Stelle in dem Zustand Z1 ist die Eingabe für uns wichtig. Da kommen wir deswegen auch auf unterschiedliche Behandlungen des Zustandes, abhängig von der Eingabe. Und für sowas wie Zustand Z0, wo die Eingabe nicht wichtig ist, haben wir halt nur eine Zeile drin, weil wir gesagt haben, wir gehen immer nach einem Takt einfach weiter. Und da ist der Folgezustand immer klar. Nämlich immer der gleiche. Gut, ich will gar nicht jetzt mit euch den Rest auch noch durchgehen. Ich glaube, das haben wir jetzt auch verstanden. Also, wenn wir eine Zustandstabelle aus so einem umfangreichen Automaten ablesen, dann schreiben wir unsere Eingänge auf, unsere Zustandskodierung. Das ist das, was wir auf der einen Seite haben. Und auf der anderen Seite, ich habe jetzt hier oben irgendwie nicht unterstrichen, die erste Zeile. Auf der anderen Seite haben wir die Kodierung für unsere Folgezustände und die entsprechenden Ausgaben. Jetzt kann es aber natürlich auch sein, dass man sagt, man soll jetzt nicht irgendwie einfach nur wild die ganze Zustandstabelle des Automaten machen, sondern es kann ja noch was anderes geben. Ja, genau. Wir haben in der zweiten Zeile immer noch die von Z1 genommen, was ja daran liegt, dass wir in unserem Zustand sind. Ja, also das war das, was ich ja sagte. Das Ganze ist ja so, dass wir hier
durch die Moore-Schreibweise das Ganze als den Zustand entsprechend unseres Akt, also die Ausgaben und entsprechend unseres aktuellen Zustandes haben. Wenn wir das Ganze als entsprechendes Mili machen wollen würden, hätten wir ja auch nicht SU, sondern SU plus. Ne? Das wäre ja dann auch wieder die Folgeausgabe, wenn man das ganz genau nehmen wollen würde. Aber tatsächlich für Moore ist es ganz genau das, was wir haben. Wenn wir es bei Mili hätten, dann würden wir natürlich entsprechend dann die Ausgänge entsprechend dessen, was auch an den Übergängen, an den Pfeilen dann dran steht, mit reinschreiben. Gut. Ich wollte auf. Ja, bitte. Also wenn ich jetzt schon wollen würde, könnte ich jetzt ja auch quasi SU plus hinschreiben. Nur das ergibt halt im Sinne des Moore-Zustandsdiagramms überhaupt keinen Sinn. Weil das gehört zum Folgezustand. Na, also plus bezieht sich immer auf den Folgezustand. Gut. Wir haben jetzt nämlich alles oben in einer Tabelle geschrieben. Man könnte auch einfach sagen, naja, wir wollen die Ausgangsfunktion haben. Beziehungsweise ist das in 4,4, nee, 4,4 sage ich schon, in 9,4 ja sogar dann die Folgeaufgabe, wenn ihr nämlich die schöne Zustandstabelle ausgefüllt habt, dann sollt ihr die Ausgangsfunktion in ein KV-Diagramm übertragen. Und insofern wäre jetzt natürlich die spannende Frage, was gehört denn zur Ausgangsfunktion? Okay, ich sehe schon, genau. Also wir haben an der Stelle, dadurch, dass wir nur in Anführungsstrichen, dadurch, dass wir Moore vorliegen haben, brauchen wir gar nicht so viel. Denn Moore ist ja so definiert und nein, andersrum, die Ausgangsfunktion. Die Ausgangsfunktion oder auch Lambda bezeichnet, ist zur Berechnung von Y als Funktion des Zustands Z. Das heißt, ich muss immer wissen, natürlich klar, in welchem Zustand bin ich. Das heißt, ich brauche meine Zustandskodierung. Z1, Z2, Z1, Z0. Jetzt machen wir mal. Ich schreibe das gerade mal hier dazu. Wir bräuchten Z2, Z1. Und Z0. Und was wir halt noch brauchen, naja, wir brauchen halt gerade gar nicht mal so viel. Also Eingaben interessieren uns nicht, Folgezustände interessieren uns nicht, sondern wir brauchen auf der Eingangsseite nur unsere Zustände. Da, wo wir gerade sind. Und auf der Ausgangsseite. Gut, interessieren uns nicht die Folgezustände, sondern es geht ja um die Ausgangsfunktion. Also um die Ausgänge. Und unsere Ausgänge sind hier ja SU, SH, VR, VGE und VGR. Also was passiert mit der Schranke? Und was passiert mit dem Vorsignal?
Ja, also nur, dass das noch einmal deutlich ist. Wir haben Moore vorliegen und eine Ausgangsfunktion sollen wir machen. Die Ausgangsfunktion ist die Funktion, die berechnet, wie der Ausgang ist. Und der Ausgang bei Moore hängt nur davon ab, wie der aktuelle Zustand ist. Das heißt, wir brauchen für die Ausgangsfunktion bei Moore unsere Zustandskodierung in der Eingabe und die Ausgänge quasi in der Ausgabe. Hätten wir jetzt Mealy vorliegen, wo ja auch noch der Eingang mit reinspielt, dann müsste ich an der Stelle tatsächlich auf der linken Seite noch das B hinzufügen, weil davon eben die Ausgänge abhängen würden. Ich hoffe, das ist soweit deutlich. Ich habe das jetzt extra, glaube ich, dreimal wiederholt. Spannend ist natürlich, wie sieht denn das KV-Diagramm dann dazu aus? Wie würde ich ein KV-Diagramm machen für meine Ausgangsfunktion? Es ist viel einfacher, als ihr denkt, mit der Ausgangsfunktion. Und zwar wird für jeden Ausgang einzeln das Ganze gemacht und betrachtet. Das heißt, ich würde beispielsweise anfangen mit, das ist das erste, Schranke unten. Das würde hier oben links stehen als Beschriftung des Ganzen. Und dann, das war eben richtig gesagt, in dem Fall haben wir drei Eingänge, Z2, Z1 und Z plus. Und ich würde für meine linke Beschriftung würde ich Z2 haben mit 0 und 1. Und ich hätte dann oben für die Spalten hätte ich Z1, Z0. Und dann jeweils, naja, ihr wisst dann das hier mit dem 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Das kann ich jetzt gerade nur so ein bisschen andeuten. Und das ganze KV-Diagramm hätte dann 8 Felder. Das würdet ihr dann natürlich nicht nur mit SU machen, sondern auch mit SH, VR, VGE und VGR. Das heißt, für die Ausgangsfunktion würdet ihr 5 einzelne KV-Diagramme machen, weil die immer jeweils auf jeden einzelnen Ausgang hier angeschaut wird. Habt ihr mehr Ausgänge? Habt ihr mehr KV-Diagramme? Habt ihr weniger Ausgänge? Habt ihr weniger KV-Diagramme? Genau, für den Fall, dass halt das B bei Mealy halt, also bei Mealy wäre ja das B noch dabei. Dann wäre das halt das klassische 16-Felder KV-Diagramm. Dann hätte man hier eben stehen BZ2 für die Zeilen und Z1, Z0 für die Spalten. Das wäre dann die Erweiterung. Ist das mit der Ausgangsfunktion soweit klar? Weil ich glaube, dann das Weitere wäre dann ja für euch das Übliche. Übertragen entsprechend der Tabelle ins KV-Diagramm und dann würde es ganz normal weitergehen mit Minimierung und Ähnlichem. Das zweite, was es dann nämlich gibt, ist die Zustandsübergangsfunktion Delta. Und wer die nicht. Ich muss mal gucken. Ich meine, die Beschreibung der Sachen stehen auch im Aufgabenblatt selber drin. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Genau, also wenn man ins Aufgabenblatt selber eben schaut, steht das auch schon genauso halt auch drin, die Zustandsübergangsfunktion Delta.
zur Berechnung des Folgezustands Z plus aus dem aktuellen Zustand Z und dem Eingabevektor X. Ja gut, das ist bei 9,3. Also gut, wir haben jetzt einen anderen Eingabevektor. Aber im Endeffekt geht es halt darum, unseren Zustand, unsere Zustandsübergangsfunktion, also da geht es darum, wie sieht eigentlich der Folgezustand aus? Und wie komme ich auf diesen Folgezustand? Was würde ich dann also in dem Fall für Delta hier aufschreiben? Was gehört da in meine Tabelle? Okay, genau. Ich würde hier entsprechend, ja, ich muss die Eingänge aufschreiben. Was habe ich hier? Z2, Z1, Z0. Was ist mit B an der Stelle? Achtung, es geht um den Folgezustand. Was brauche ich für den Folgezustand, auch bei Moore? Genau, haben wir hier ja auch drin. Also klar, ein Großteil unseres Zustandsdiagramms ist B nicht wichtig, aber prinzipiell kann es wichtig sein. Und dementsprechend haben wir hier das, was ich eben schon beschrieben habe. Da hätten wir B, Z2, Z1, Z0. Gut, kann man theoretisch auch andersrum schreiben. Z2, Z1, Z0 und dann das B. Je nachdem, ob das schon vorgegeben ist oder nicht. Ich habe gerade aber nicht den Platz dahinter. Und ausgabemäßig wäre das dann Z2 plus Z1 plus Z0 plus, also genau die Zustands-, die Folgezustände in ihrer Kodierung. Das wäre die Tabelle, die ich dafür ausfüllen müsste, wenn ich nur die Tabelle für die Übergangsfunktion Delta machen wollen würde. Übrigens das mit dem Lambda und Delta. Ich habe keinen guten Merksatz für euch oder Merkspruch oder irgendwas. Bitte versucht euch das so einfach zu merken, welches wie rum bezeichnet ist. Auch wenn in der Regel bei den meisten Aufgaben, wenn da mal sowas kommt, immer dazu steht, ob das jetzt die Zustandsübergangsfunktion ist oder die Ausgangsfunktion. Genau, das würde man dann entsprechend übertragen in KV-Diagramm und wie sieht dann entsprechend, nein, erstmal übertragen in die Zustandstabelle und wie sieht das KV-Diagramm dann dazu aus? Und was würde ich dann als Beschriftung machen fürs KV-Diagramm? Naja, ich habe ja hier irgendwie geschrieben SU, Z2, Z1, Z0. Und sowas Ähnliches muss ich hier ja auch irgendwie machen. Ne? Also ich kann hier erstmal schreiben B und Z2 und Z1, Z0. Das reicht aber ja noch nicht ganz. Genau, wir müssten drei KV-Diagramme machen für die Kodierung der Folgezustände. Also in dem Fall, das erste wäre dann halt hier Z2 plus, das Ganze auch nochmal für Z1 plus und für Z0 plus. Das müsste ich also insgesamt dreimal machen an der Stelle. Ja, weil das sind die entsprechenden Kodierungen der Ausgangszustände. Hätte ich nur zwei, also nein, andersrum, hätte ich vier Zustände insgesamt nur bis Z3,
wäre mit 2 Bits ausgekommen, dann hätte ich natürlich jetzt nur Z1 plus und Z0 plus. Hätte ich mehr Zustände, dass ich irgendwie 4 Bit bräuchte, dann hätte ich Z3 plus, Z2 plus, Z1 plus und Z0 plus, also 4 KV-Diagramme. Davon hängt das ab. Gut, genau, an der Stelle dann Minimierung des Ganzen. Ihr merkt schon, ihr werdet bei 9.3 auf jeden Fall eine ganze Menge KV-Diagramme machen. Bei 9, nee, was ist das, 9.3? 9.4 eine ganze Menge KV-Diagramme machen. Bei 9.3 geht das noch, sind aber auch schon einige. Und bei 9.4 so heißt es dann am Ende, implementieren Sie das Ganze mit Hades. Da müsstet ihr das eben einmal alles zusammenfassen, was ihr da habt, und daraus einen Automaten machen für ihre Zustände. Also ne, habt ihr ja auch die Eingänge. Das ist das Übliche. Ihr habt die Ausgänge und ihr wisst, wie ihr von einem Eingang zu einem Ausgang kommt. Und dann könnt ihr gucken, dass ihr entsprechend dieses Bauteil in der minimierten Form dann macht. Ne? Also wenn ich jetzt weiß, ich habe meinen Ausgang SU und ich habe natürlich hier Eingänge, irgendwie Z2, Z1, Z0 und auch das B, dann kann ich halt gucken, na, was ist jetzt hier irgendwie meine Minimierung, und ich weiß jetzt gerade gar nicht, was da rauskäme, aber angenommen, es würde irgendwie dabei rauskommen, Z2 und nicht Z1 oder so, jetzt nur als Beispiel, das ist jetzt nicht das Richtige, Z2 und nicht Z1, dann würde ich quasi sagen, okay, ich habe eine Leitung von Z2, die auf einen AND geht, wo ein Invertierer vorgeschaltet ist, was mir den Eingang Z1 invertiert, und das den Ausgangswert davon, den würde ich dann nach SU an den Ausgang weiterleiten. Gleichzeitig würde ich dann in das gleiche Schaltbild für SH das Ganze schreiben, und vielleicht kann ich was wiederverwenden von dem, was ich bei SU habe, weil ich das so sehe, oder ich habe halt das quasi parallel dazu und ins gleiche Schaltbild, und es gibt keine Verbindung zu dem Ganzen. Aber vielleicht, weiß ich nicht, falls SH beispielsweise nicht Z1 und Z0 wäre, könnte ich natürlich das, was ich hier in den Inverter getan hätte bei dem ersten, könnte ich dann hier in das AND tun von dem zweiten und dann hier an SH irgendwie rausschicken. Das ist halt das, mit dem ein Schaltbild dann nachher zusammenbauen. So, was ich damit jetzt natürlich übersprungen habe, ist das Thema Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit. Wir haben schon vorhin festgestellt, vollständig, ah ja, das ist ja dieses hier, hat ja damit zu tun, ne, wenn wir da die Kante auch noch drin haben. Um das mal etwas einfacher uns anzugucken, habe ich mal einen rausgegriffenen Kasten genommen. Ja, genau, den können wir nehmen. Man betrachtet Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit im Prinzip pro unserem Zustand. Ich kann mal gerade gucken, wo mein so, also, es gilt für Zustände. Wie ist die Definition? Formeln, das Ganze. Genau, die Vollständigkeit. Vollständig heißt, in jedem Zustand ist für jede Eingangsbelegung mindestens ein Übergang aktiv. Ja, das war das, also für jede... Na gut, machen wir es so. Also in jedem Zustand ist für jede Eingangsbelegung mindestens ein Übergang aktiv. Hätte ich diesen Pfeil hier nicht rangemalt, dann hätte es zwar diesen impliziten Übergang
gegeben oder eigentlich nicht gegeben, weil wäre einfach hängen geblieben in dem Zustand. Aber es ist halt kein aktiver Übergang, wenn ich ihn nicht entsprechend hier eingetragen habe. Das heißt, ja, Vollständigkeit. Wir haben einen Zustand Z4 mit den Ausgabewerten Y1 gleich 0, Y0 gleich 0. Und wir haben Übergang für nicht X1, wir haben Übergang für X1, nicht X0 und wir haben einen Übergang für X1 und X0. Und wenn wir das Ganze auf Vollständigkeit prüfen, was brauchen wir dafür? Für jede Eingangsbelegung ist mindestens ein Übergang aktiv. Wie könnte man das formellogischmäßig irgendwie vielleicht aufschreiben? Genau, sehr gut, das ist genau richtig. Wir brauchen im Prinzip, ja, irgendwie, es reicht ein Übergang, irgendwie, irgendeiner. Das heißt, wir können uns mehrere Sachen angucken und ich brauche mindestens einen, der aktiv ist, also mindestens einen, der mir den Wert 1 zurückgibt, weil das ja das aktiv ist. Und das mache ich mit einer Oder-Verbindung. Und dann kann ich hier also sagen, wenn ich mir meine Übergänge angucke, ich habe meinen Übergang nicht x1 oder meinen Übergang x1, andersrum, x1 nicht x0 oder meinen Übergang x1 x0. Ja, also ich zähle oder verknüpft meine Übergänge auf, die ich habe. Und zwar alle, die ich habe, dann muss mindestens einer aktiv sein. Das heißt, es muss gelten, dass ich da eins rauskriege. Es dürfen auch mehrere aktiv sein, das ist egal. Für Vollständigkeit heißt es nur, es muss auf jeden Fall mindestens einer aktiv sein. Also es muss auf jeden Fall der Wert 1 rauskommen. So, das kann ich jetzt natürlich einfach so hinschreiben. Sinnvoll ist auch nochmal zu gucken. Also rein prinzipiell habe ich damit Vollständigkeit definiert. Jetzt muss ich aber natürlich noch mal ein bisschen gucken, hat das jetzt auch Sinn ergeben, was ich geschrieben habe? Darf ich das so schreiben? Schauen wir uns das mal an. Für den Fall, dass ich nicht x1 habe, wird es auf jeden Fall also den Wert 1 ergeben. Was ist das Gegenteil von nicht x1? Das Gegenteil von nicht x1 ist x1. Sollte also x1 gelten, das sind die anderen Fälle, die ich überprüfen muss. Sollte x1 gelten, muss einer von den anderen Fällen aktiv sein. Was habe ich hier noch mit x1? Oh, ich habe hier einmal den Fall, wenn x1 ist und nicht x0. Außerdem habe ich den Fall, wo x1 ist und x0. So, das heißt, einmal, wo x0 1 ist und einmal, wo x0 0 ist. Das sind genau die beiden anderen Fälle, die es da geben kann. Und damit habe ich den Rest abgedeckt, an Möglichkeiten, die es gibt in den Eingangsbelegungen. Und ich hoffe, es ist euch, geht euch auch so eindeutig, dass ihr seht, okay, ja, entweder gilt nicht x1 oder es gilt x1 und einer der beiden Belegungen von x0. Und damit gilt immer eine der drei Varianten auf jeden Fall. Das heißt, ich darf den Wert 1 schreiben. Vollständig heißt, dass du vollständig heißt,
ganz platt gesagt, dass du immer einen Folgeübergang findest. Du wirst immer wissen, wie du weitergehst. Du wirst nie stecken bleiben. Das ist die Vollständigkeit. Es gibt immer eine Möglichkeit, bei egal welcher Eingangsbelegung, es gibt immer die Möglichkeit, du kommst aus diesem Zustand weiter. Vielleicht auf dich selber wieder zurück, das ist egal. Aber du kommst immer weiter. Das ist das, was dahinter steht. Es kann ja auch mit dem mindestens, ne? Es kann ja auch sein, dass ich sowas habe wie nicht x1 oder nicht x1 x0 oder nicht x0. Ja, dann könnte, wenn ich das hätte, könnte das für die Belegung nicht x1 x0. Hätte ich ja sowohl nicht x1 aktiv als auch nicht x1 x0 aktiv. In dem Fall wäre durch das oder würde am Ende immer noch 1 rauskommen, aber ich hätte dann zwei Übergänge, die aktiv wären. Vollständig wäre das Ganze trotzdem noch. Ja, danke. Nein, es wäre nicht ganz vollständig. Danke, gut aufgepasst. Danke fürs Aufpassen. Oder x1 setzen wir da beispielsweise ran. Dankeschön, genau. Das kommt davon, wenn man mal eben ad hoc was macht. Also, wenn ich jetzt dieses Beispiel hätte, dann könnte ich halt gucken, für x1 gibt es auf jeden Fall einen Übergang. Für nicht x1 gibt es auch einen Übergang. Mindestens ein, der gilt auf jeden Fall, der hier gilt unter eingeschränkten Bedingungen. Und ich finde gerade weitere Beispiele, die ich irgendwie, irgendwas anderes fehlt hier auch noch. Nicht x. Nee, Moment. Nee, doch, das passt, weil wenn x1, x0 gilt, dann gilt auf jeden Fall hier unten der Übergang. So, genau. Ich wollte ja hier vor allem darauf hinaus, dass als Beispiel, dass ihr was haben könntet, wo zwei Übergänge theoretisch aktiv sein können, nämlich wenn nicht x1, x0 gilt, dann würde der hier gelten. Und der hier, es ist trotzdem vollständig, weil es immer für jede Eingangsbelegung eine Folgebelegung geben würde. Was es aber nicht wäre, ist was anderes. So, aber zwischendurch, du hattest eine Frage? Für die Vollständigkeit. Für die Vollständigkeit gilt, dass ihr, naja, also es ist relativ platt gesagt. Im Endeffekt dürft ihr alle Ausgangs, also alle Übergänge, ne, die Pfeile quasi, dürft ihr einmal aufschreiben mit oder verknüpft und definiert als gleich 1 muss da rauskommen. Und dann müsst ihr gucken, ob ihr einen Widerspruch habt oder ob ihr der Meinung seid, das stimmt auch, was ich gerade aufgeschrieben habe. Ja, nicht vollständig wäre das, was ich eben gerade hatte, wo zum Glück aufgepasst wurde. Ne, wenn ich das hier nicht hätte, das letzte, dann wäre das nicht vollständig, denn ich könnte jetzt zwar sagen, okay, bei nicht x1, dann gilt dieser Übergang. Mindestens, vielleicht gilt auch sogar der hier. Es kann aber auch den Fall geben, x1, genau, es kann den Fall geben, dann x1, nicht x0, dann würde der hier gelten. Aber ganz genau fehlt halt hier die Definition für den Fall x1 und x0. Das ist der Übergang, der hier drin fehlt. Den haben wir durch das, was ich hier eingeklammert habe, dann nämlich hinzugefügt. Beziehungsweise ich habe den hinzugefügt, weil ich das in dem Beispiel vergessen hatte. Ich wollte ja Vollständigkeit erstmal zeigen.
Genau, also wenn ich den hier nicht hätte, dann würde uns genau dieser Übergang hier fehlen. Und dann könnte ich halt sagen, wenn ich das hinschreibe hier gleich 1, dann, nee, ungleich 1, weil dieser Übergang fehlt. So, das Zweite, was es aber eben noch geben kann, außer der Vollständigkeit, ist die Widerspruchsfreiheit. Auch da gibt uns der Aufgabentext relativ nett schon mit, was die eigentlich ist, wenn man das noch nicht irgendwie anders gehört hat. Die Widerspruchsfreiheit. In jedem Zustand ist für jede Eingangsbelegung höchstens ein Übergang aktiv. Aha, okay. Also, das heißt, in jedem Zustand, das heißt, das muss auch wieder zustandsweise angeguckt werden. Genauso wie die Vollständigkeit. Ne? Ich habe das jetzt hier für einen Zustand 4 gemacht. Habt ihr 4 Zustände insgesamt, dann müsst ihr 4-mal die Vollständigkeit nachweisen. Und das Gleiche gilt auch für die Widerspruchsfreiheit. Habt ihr 4 Zustände, dann müsst ihr für jeden der einzelnen Zustände die Widerspruchsfreiheit nachweisen. So, jetzt gucken wir mal, wie sieht das denn eigentlich für unseren Zustand hier aus? Also, es heißt, für jede Eingangsbelegung ist höchstens ein Übergang aktiv. Habt ihr eine Idee, wie ich das formelmäßig aufschreiben könnte? Und dann, worüber ich mir dann Gedanken machen muss, ob ich das auch so schreiben darf? Für jede Eingangsbelegung ist höchstens ein Übergang aktiv. Okay, genau. Ich kann das und nutzen an dieser Stelle. Und zwar gucke ich mir hierfür die Übergänge halt auch an. Höchstens ein Übergang aktiv. Das heißt, ich darf ja nicht zwei Übergänge gleichzeitig aktiv sein haben. Wenn ich jetzt Übergänge miteinander verknüpfe, darf also nicht eins rauskommen, ne? Weil wenn ich zwei Übergänge mit und verknüpfe und da könnte eins rauskommen, dann würde es bedeuten, dass sie ja also dass sie gleichzeitig aktiv sein können. Nee, ihr seid mit dem und schon richtig. Keine anderen Sachen. Also für die Widerspruchsfreiheit gucke ich mir an. Ich habe hier beispielsweise meinen Übergang nicht x1 und x1 nicht x0. Das Ganze darf nicht den Wert 0 ergeben. Entschuldigung, das Ganze muss den Wert 0 ergeben. Es darf nicht beides gleichzeitig wahr sein können. Weil wenn das gleichzeitig wahr wäre und ich den Wert 1 als Ergebnis schreiben würde, dann würde es bedeuten, ne, durch und müssten ja beide Übergänge aktiv sein, beides 1. Und das darf es eben nicht für die Widerspruchsfreiheit. Gucken wir uns an, ob wir das wirklich so schreiben dürfen. Wir haben nicht x1 und x1 nicht x0. Okay, das nicht x0 ist eh nur in der rechten Seite. Also ich habe hier vor allem nicht x1 und x1 mit irgendwas. Das ist einfach, weil es kann ja nicht gleichzeitig nicht x1 gelten und x1 vielleicht mit Einschränkungen. Das darf ich also schreiben. Das ist in Ordnung. Wo hätte ich ein Problem? Naja, was etwas schwieriger wäre, wäre beispielsweise x1 und x1 nicht x0.
Das seht ihr vielleicht so, x1 und x1, nicht x0. Das hängt von x0 ab, ob das jetzt nun wahr ist oder nicht. Also da kann ich weder 0 noch 1 schreiben, sondern, ja, keine Ahnung, da muss ich ein Fragezeichen schreiben. Es kommt entweder 0 oder 1 raus, aber es ist nicht eindeutig 0. Das wäre also nicht widerspruchsfrei. Das wäre ein Gegenbeispiel, weil wir dann sagen könnten, okay, unter der falschen oder der unpassenden Eingangsbelegung von x0, die die es irgendwie irrelevant macht, kommen wir hier auf den gleichen Wert. Ne, also was wäre das dann? Müsste man dann gucken. Unter der unpassenden Eingangsbelegung von x0, die dann den Wert nicht x0 erzeugt, könnte ich hier aus dem zweiten den gleichen Wahrheitswert kriegen wie aus dem ersten und hätte dann plötzlich eine 1 am Ende und das wäre dann. Das wäre dann die Beschreibung, dass das nicht in Ordnung wäre. Der Wert ist hier also, ja, nicht ganz, ne? Also der Wert hier von dem zweiten ist hier abhängig von dem x0. x1 ist ja nur dran, also es war da auch mit drin. Aber was da am Ende rauskommt, und um das Fragezeichen auflösen zu können, müsste ich den Wert von x0 kennen. Aber allein schon dieses Fragezeichen, dass ich nicht eindeutig 0 sagen kann, würde mir hier sagen, dass ich dieses hier nicht widerspruchsfrei habe. Reicht das denn schon für die Widerspruchsfreiheit? Was meint ihr? Jetzt zurück auf unseren Zustand. Ich habe jetzt geschrieben, nicht x1 und x1 nicht x0 gleich 0. Und habe damit gezeigt, dass es zwei Zustände, nee, zwei Übergänge gibt, die nicht gleichzeitig aktiv sind. Ach, genau, richtig. Wir müssen alle Pfeile prüfen. Das sollten wir dann auch tun. Denn wir haben drei verschiedene Pfeile und dann müssen wir eben gucken, dass wir die einmal durchgehen. Wir können sie auch anders kombinieren. Wir können ja auch haben, nicht x1. Und hier unten den x1, x0. Gucken wir uns das an. Ja, entweder gilt also nicht x1 oder x1 mit Einschränkung. Ah, das ist auch gut, ne? Nicht x1 oder x1. Das kann nicht den gleichen Wert haben, weil das hier von x1 dann. Achso, jetzt weiß ich, wie du es mit den abhängig meinst. Ja, doch. Also im Prinzip von x1 nur abhängt und der x0 irrelevant ist. Auf eine gewisse Art und Weise. Und deswegen dürfen wir hier 0 sagen. Kann nicht gleichzeitig wahr sein. Und das Dritte, was uns noch fehlt, ist hier die beiden zusammen. x1 und nicht x0. Verundet mit x1, x0. Und wenn ihr euch das anguckt. Ne, was seht ihr? Okay, es ist beide Male x1. Das ist erstmal schon, oh, sollten wir genauer gucken. Und dann ist es aber einmal x1 mit nicht x0 und einmal x1 mit x0 verundet. Und dadurch können wir auch wieder sagen, okay, es ist also, weil es kann ja entweder x0 wahr sein oder falsch sein. Nur es kann ja nicht beides sein. x0 kann ja nicht gleichzeitig wahr und falsch sein. Das heißt, es kann nur entweder der erste Übergang oder der zweite Übergang aktiv sein, wenn überhaupt. Wir müssen nicht beweisen an dieser Stelle, dass irgendeine aktiv ist. Wir müssen nur uns sicher sein können und das eben hier so aufschreiben, dass tatsächlich nicht beide gleichzeitig aktiv sind. Deswegen darf ich hier die 0 schreiben. Tatsächlich gibt es keine. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man jetzt noch formaler groß hinschreibt mit, das ist jetzt genau so, weil, sondern für die Widerspruchsfreiheit werden entsprechend alle Übergänge einmal kombiniert, immer in Zweierpaaren. Ne? Nicht alle drei zusammen, weil es geht ja immer nur darum, ob zwei gleichzeitig aktiv sind. Ob drei, das ist uns egal. Wir müssen immer nur gucken, ob zwei ist. Genau, also insofern, wenn man sich das so anguckt, wie wir das getan haben, dann
Würde man. Okay, eine spannende Frage. Wenn wir das so getan haben, dann würde man eben sagen, okay, das ist hier alles gut. Ich habe das einmal aufgeschrieben. Ich bin mir auch sicher, dass das richtig ist, was ich hingeschrieben habe. Ich habe das nicht einfach nur hingeschrieben, weil ich das irgendwie hingeschrieben habe. Denn es könnte ja, wie hier links, auch irgendwie was geben oder wie in dem Beispiel, was ich vorhin konstruiert hatte, wo es nicht widerspruchsfrei ist, dann müsste man das halt eben mit einem kurzen Text hinschreiben. Das ist nicht widerspruchsfrei, weil zum Beispiel bei dieser und jener Belegung das theoretisch beides gleichzeitig schalten könnte. Ich kann nicht ausschließen, dass beides gleichzeitig wahr ist. Ne, dann würde man das halt dann entsprechend dazu schreiben. So, das ist jetzt natürlich eine gute Frage, eine spannende Frage. Was wäre, wenn man einen Widerspruch feststellt? Müsste man dann an seiner Schaltung etwas ändern? Für die Aufgabe hier jetzt nicht. Aber was bedeutet es denn oder was steckt denn dahinter, wenn wir uns Widerspruchsfreiheit anschauen? Im Endeffekt sagt die Widerspruchsfreiheit, dass der Automat nicht selber entscheiden soll. Wenn ich jetzt nämlich, ich hatte ja vorhin irgendwie mal das Beispiel, nehmen wir mal eine andere Farbe. Ich könnte hier einen Zustandsübergang X1 dazufügen. Also angenommen, ich hätte den in meinem Diagramm. Was hätte ich denn dann für eine Situation? Dann kann ich hier irgendwie einen Übergang haben oder eine Belegung haben. Wir haben eine Eingangsbelegung X1, X0. Dann könnte ich sowohl den hier schalten als auch den hier unten. Das Zustandsdiagramm oder das danach, der danach modellierte Automat würde zufällig schalten. Das heißt, wir würden nicht wissen, in welchen Folgezustand wir dann gehen, außer die sind zufälligerweise auf den gleichen. Dann würde es ein redundanter Übergang sein und dann könnte man den auch wegnehmen. Noch schlimmer ist es, wenn es in zwei verschiedene Zustände gehen würde danach, weil wir dann nämlich nicht keine Eindeutigkeit mehr in der Schaltung haben, außer wir wollen es irgendwie als Zufallszahlengenerator machen. Das wäre so die einzige Ausnahme, die man sich da vielleicht vorstellen könnte. In der Regel will man ja, dass eine Schaltung das tut, was man erwartet. Und deswegen eben die Widerspruchsfreiheit. Es geht eben darum, es sollte immer eindeutig sein, wohin man weiterschaltet. Wir könnten natürlich auch einen einfacheren Fall haben. Die Frage mit was ändern. Hier würde man halt den hinzugefügten Fall rausnehmen. Es könnte natürlich auch sein, wenn wir das, was jetzt hier im roten Kasten ist, wenn wir das gar nicht drin gehabt hätten. Ne, dieses nicht X0. Und ich habe dann hier irgendwie mein X1, X0 und den Übergang X1. Dann könnte ich natürlich den Übergang definieren, dass der nur weitergeht, wenn gleichzeitig nicht X0 gilt. Dann würde ich das X0 hinzufügen. Müsste natürlich auch gucken, wie ich diesen Wert nicht X0 erzeuge an der Stelle. Genau, und in der Regel würde es halt bedeuten, dass ich mir sehr genau gucken muss, was die Ausgangsdefinition ist. Also wir hatten ja für das andere Bahnbeispiel, hatten wir ja unseren schönen Aufgabentext. Mal gerade mal gucken, dass ich den hier. So, dass ich hier nochmal wieder raushole. Wir hatten ja unseren Text. Das könnte halt sein, dass man, wenn man mit einem Kunden redet oder so, oder man selber der Kunde ist, dass man so sein System definiert hat. Und nein, in der Regel definiert man deutlich ausführlicher. Dass man so definiert hat und dann stellt man fest, oh, das ist nicht widerspruchsfrei. Dann müsste man nochmal drauf gucken, wie man das vielleicht irgendwas anders definiert, damit es dann widerspruchsfrei ist. So, und die Frage hier auch eine gute Frage, kann man sagen, dass die Widerspruchsfreiheit wichtiger für die Praxis ist als die Vollständigkeit? Hängt davon ab, was dir wichtiger ist, aber ich persönlich würde sagen, ja, weil
die Widerspruchsfreiheit dazu führt, dass wir wissen, wie es weitergeht, und dass das Programm, ja, oder der Automat nicht selber entscheidet, außer wir wollen das ganz explizit. Die Vollständigkeit hat das Problem, dass es in, wenn es in einen undefinierten Zustand kommt, dass es dann nicht weitergeht. Das ist eben das Gegenproblem. An sich ist beides aber wichtig, weil ich glaube, wenn wir irgendwie was anschalten, also ich glaube, jeder von uns hat irgendwann auch schon mal so eine Ampel erlebt, die an der Kreuzung angefangen hat, nur zu blinken. Dann ist da vielleicht auch die Ampelsteuerung an der normalen Auto- und Fußgängerampel, ist die Ansteuerung vielleicht auch einfach nur kaputt gegangen. Und dann hat die Ampel gesagt, oh, Hilfe, undefinierter Zustand. Ich weiß nicht mehr, wo ich gerade bin. Entweder startet sie komplett neu, die Steuerung, oder sie sagt einfach, ich gehe erstmal auf Blinken, weil dann heißt es, dass alle Verkehrsteilnehmer vorsichtig sein müssen und gucken müssen. Also einfach, da geht es dann auch nochmal so um Sicherheitszustand. Bei Aufzügen gibt es das übrigens auch relativ viel, oder früher jedenfalls. Ich habe das nicht mehr so verfolgt, ob es das noch gibt. Ganz viel war das halt so, wenn irgendwie Aufzugssteuerung in irgendeinen komischen Zustand gekommen ist, dann sind die Aufzüge immer einfach nach unten ins Erdgeschoss gefahren, um quasi wieder in definierten Zustand zu kommen. Ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr so sehr, aber bei früheren Aufzügen gab es das dann doch häufiger. Gut. Damit haben wir aber auch eben die Punkte zu Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit. Ja. Moment, mit Spiegeln, jetzt bin ich gerade ein wenig. Also in 9.3 gibt es ja. Genau, ihr sollt bei B auch auf Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit prüfen. Auch da gilt aber das, was ich gesagt habe. Also was es bei B ja noch gibt, ist, dass ihr hier so weitere Eingänge habt. Ne? Ihr habt Pfeile, die da hingehen. So. Gucken wir uns nochmal die Definition an von Vollständigkeit. In jedem Zustand ist für jede Eingangsbelegung mindestens ein Übergang aktiv. Die Eingangsbelegung ist in dem Fall abhängig von dem, wo ich ja weiterschalte. Also es geht da tatsächlich hier um das nicht X1 oder das X0. Weil das mir in diesem Zustand sagt, wie ich weiterschalte. Das heißt, das bezieht sich eindeutig auf die ausgehenden Pfeile. Ja, also für die Vollständigkeit muss ich nur die ausgehenden Pfeile betrachten und eben schauen, habe ich da eine Vollständigkeit gegeben? Habe ich also für jede Eingangsbelegung X1, X2, X0, nee, was ist das? Ihr habt nur X1 und X0 da. Habe ich für jede Belegung X1, X0 aus diesem Zustand irgendwie was, dass ich weitergehen kann? Da braucht ihr die Eingänge nicht berücksichtigen. Die Widerspruchsfreiheit. In jedem Zustand ist für jede Eingangsbelegung höchstens ein Übergang aktiv. Auch hier geht es also um die Übergänge in den Folgezustand. Und auch hier ist wieder nur die Frage, was steht an den Übergängen, die rausgehen? Das heißt, auch für die Widerspruchsfreiheit brauchen wir die Eingänge nicht berücksichtigen. Das heißt, es ist zwar schön, dass es hier irgendwelche Pfeile noch gibt und Eingänge, das ist für andere Sachen natürlich relevant, wenn man sich das Ganze anguckt.
Aber es ist nicht relevant für die Vollständigkeit und die Widerspruchsfreiheit. Da müsst ihr euch eben angucken, wie sieht das eben mit euren Zuständen, also mit den Übergängen in den, in weitere Zustände aus. Hat das die Frage soweit geklärt? Was du beschreibst, ist, dass es hier eine Rekursion zu sich selber gibt. Das müsst ihr genauso natürlich, das müsst ihr mit berücksichtigen, einen Übergang in sich selber. Also ich könnte ja jetzt auch hier mein X1, ne, wenn ich den Pfeil nicht so gesetzt hätte, sondern gesagt hätte, der führt halt in Z4 als Folgezustand, dann hätte ich trotzdem nicht X1 berücksichtigen müssen. Also ich könnte jetzt mein Zustandsdiagramm oder mein Ausschnitt aus dem Zustandsdiagramm, was ich hier habe, könnte ich genauso lassen mit dem. Den Fall habe ich geändert. Der geht nicht auf irgendeinen nicht sichtbaren Zustand, sondern der geht auf sich selber. Dann würde trotzdem hier das Gleiche für Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit gelten. Und ich müsste es genauso halt auch abprüfen. Gut. Dann haben wir das, glaube ich, soweit. Wenn es, wie gesagt, zu Impulsdiagrammen nochmal Unsicherheiten gibt, da guckt euch bitte an, wie wir das letztes Mal gemacht haben. KV-Diagramme vor 2 Wochen, wobei das jetzt mittlerweile auch hoffentlich in den Übungen nochmal besprochen wurde. Und wir haben heute auch wieder ordentlich Zeit gebraucht, aber dafür jetzt auch hoffentlich ich wollte sagen, alle Fehler, nein, alle Fragen geklärt. Ich wünsche dann soweit eine gute und erfolgreiche Woche und wenn ihr möchtet, sehen wir uns nächste Woche wieder oder ihr guckt euch die Aufzeichnung an oder was auch immer. Viel Erfolg bei den Aufgaben und natürlich auch bei allem anderen, was nicht mit ESB zu tun hat.